Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Ihr sagt, es gibt einen anderen Tisch, wo nicht gelogen wird. Das klären wir. Jetzt viel Spaß mit mir, Belasch und den Homie Werner. Yes, baby! Yeah. Wir freuen uns, dass Werner zu Gast ist. Werner, baby! Danke für die Einladung erstmal. Ja, herzlich willkommen in der Hölle. Na, nicht ganz, oder? Ist doch ganz nett hier eigentlich. Ja. Bis jetzt fühle ich mich doch wohl. Ja. Genau. Das freut uns. Ich habe ja auch im Vorfeld erfahren, dass Werner schon auch ein eifriger und langjähriger Konsument unserer Sendung ist. Das hat mich natürlich extra gefreut. Applaus dafür. Ja, definitiv. Ja. Und ich glaube, die denken jetzt irgendwie, hier landen Schlachtschiffe. Erst letzte Woche der Homie Bösemann mit einem, mir fallen Autos nicht auf, Hauptsache fährt. Dann bist du auch wieder mit einem Schlachtschiff gekommen. Mit dem Cadillac, ja. Ja. Who's Cadillac? Wow. Who's Cadillac? Who's Cadillac? Is that? It's Werners. Ja, guti cool. Hast du so eine Vorliebe für alte Boliden? Also bei mir ist es so, was Autos betrifft, das muss man gefallen. Da ist mir das egal, ob das jetzt neu ist oder alt ist oder auch mal ganzen Autos. Ich habe zum Beispiel einen recht neuen Rolls-Royce. Ja. Dann habe ich ja einen Cadillac, einen Escalade. Dann habe ich einen Maybach, noch den richtigen. Was ist ein Falscher? Ha? Was ist ein Falscher? Naja, die Maybachs, was heute rauskommt, das sind ganz normale S-Klassen, was einfach nur gepimpt sind innen drin. Ah, gedrosselt so ein bisschen vom Motor und so wahrscheinlich, wie beim Hammer? Ja, so ungefähr. Ah. Also der richtige Maybach, der kam ja 2003 raus und wurde ja bis 2010 gebaut. Mhm. Oder 2011, glaube ich, wurde die Produktion dann eingestellt. Die wollten ja damals, glaube ich, Rolls-Royce, wollten sie Konkurrenz machen. Hat aber nicht so ganz geklappt. Ja. Nee, das Ding ist halt, der Werner, korrigier mich mal, wenn ich falsch liege, aber war der Maybach nicht mal, war der schon immer unter Daimler Mercedes? Ja, ja. Das war schon immer deren Ding, ne? Aber das war so, das sah mal ganz anders aus. Das hatte nichts zu tun damit. Genau, richtig. Das war so der Luxuswagen halt, richtig. Der große. Der hatte damals, wo er rauskam, da ging los ab, ich glaube, 480.000. Wow. Gingen sie los. Und dann, wie gesagt, 2011, ich glaube 2011 wurde die Produktion dann eingestellt von dem Maybach. Ja. Ich habe ja auch in einem Clip mal gesehen, da warst du auch mal bei einem Bruder dort in so einer Autohalle und da waren auch ganz viele coole Autos. Auch genau. So ein alter Autohalle, Baby, Autoparadies, oder? Autoparadies. Ja. Genau. Das war Autoparadies. Das war bei einem Freund von mir, beim Christoph Zitzmann in Nürnberg oben. Okay. Also es war schon auf jeden Fall ein beeindruckendes Sortiment, auch an ein bisschen älteren Kisten und so. So ein schöner 80er-Jahre-Lamborghini, das saß da noch rum und so. Definitiv. Unfassbar. Wegen alten Kisten habe ich dich ja auch angerufen, aber standen ja bestimmt ein paar Millionen in der Halle safe, ne? Richtig. Ich glaube, da standen so 20, 25 Millionen. Hätte ich auch so auf dem Schirm, ohne zu übertreiben, war. Ja. Was stand da alles? Alles. Alles. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Oder da war alles voll. Das war das Paradies für große, kleine Männer, sag ich mal. Ja. Richtig. Also, ganz ehrlich mal. Hattest du schon immer so eine Vorliebe für so die Kisten? Insgesamt Auto schon immer dein Ding gewesen? Definitiv. Ja. Also mein Leben lang schon. Was war deine erste große Kiste, Werner? Meine erste große Kiste, das war... Bobbycar. Nee, Bobbycar habe ich gar nicht besessen gehabt. Meine erste große Kiste, das war... Glaube ich, ein 7er BMW. 7er, ja? Ja, das war, wo ich, glaube ich, 19 war. Sehr schön. Wo sind wir ungefähr da im Jahr? Was war das? Im Jahr? Naja, das müsste dann so... Anfang 90, oder? Ja. Anfang 90, ja. Ja, genau, richtig. Da waren die Autos noch so mit so einem dicken Sofa anstatt Sessel drin, ne? Richtig, ja. Richtig. Danach folgte die S-Klasse, der W126. Und danach hatte ich einen kompletten Spleen auf Jaguar bekommen. Jaguar. Ja, aber Jaguar war so ein Ding, das hat mich schon seit meiner Kindheit so verfolgt gehabt. Also da war ich immer ein riesengroßer Fan. Aber da fing es so an, wo ich es mir dann leisten konnte. Jaguar war ja früher, kannst ja mit heute ja gar nichts mehr vergleichen. Jaguar ist ja vom Fahrt aufgekauft worden. Mittlerweile die Modelle, was du jetzt siehst, kannst du in die Tonne reintreten. Aber Jaguar war ja früher, sag ich mal, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Auf jeden Fall, das Nonplusultra, mein alter Freund, der Bassbox-Partner Frost, Grüße an Frostzinern. Hat er auch immer mit 18 schon Jaguar unterm Arsch, sind wir mal rumgefahren und das war so auf den Straßen schon so der Blickfang. Ja. Ich hatte auch letztes, wann war das? Letztes Jahr während Corona hatte ich im Autohaus einen alten Jaguar gesehen, ein Cabriolet, und der hatte mich dann so an meine jüngere Zeit so erinnert.
Und den habe ich gekauft. Ich habe ihn zwar dieses Jahr nur einmal gefahren, aber es war mir so wichtig, dass ich den habe. Nostalgie, ne? Ja, so ungefähr. Und ab und zu mal wieder rausgeholt am Sonntag und dann mal rumgefahren. Aber da waren schöne Erinnerungen dran gehangen. Das kann ich verstehen. Ich habe auch einen so ein Ding habe ich im Kopf. Ehrlich gesagt sind es zwei, die ich mir aber auch irgendwann mal so leisten will. Die sind heutzutage wahrscheinlich gar nicht komfortabel zu fahren, muss man dazu sagen. Aber sonst, ich glaube, ein Stingray Corvette von 76, 77, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das sagt mir was. Also ich hatte bis vor 6 oder 7 Jahren hatte ich selber eine am Breitbau, eine C3. Ja. Die ist aber dann leider Gottes geschrottet worden. Ja. Und natürlich der DeLorean. Also, oh. Ja, warum hast du dich zugeschlagen, Pete? Das wäre dein Auto. Ja, es passt so zu dir. Der gute Moneymark, der hatte das Ding ja. Ne? Man weiß es. Sehr schöne Kindheitserinnerung. Zurück in die Zukunft. Ja. So ist es. Ja. Wir haben so einen Freund, weißt du, Werner, ist auch so ein Typ, auch so ein Alpha-Tier, aber ein Spaßfaktor, mein Freund Moneymark. Und das ist so eine Type, kannst du gar nicht beschreiben. Und wenn der. Wenn du in Neukölln triffst, aus seinem DeLorean steigt und David Hasselhoff läuft, dann weißt du, du bist in West-Berlin. Ja, Gratulation für meine Marke auf jeden Fall. Aber man braucht doch immer bei diesen Autos auch eine Garage. Safe war es. Keiner, der diese Autos hat und keinen Garagenplatz, ne? Definitiv. Ja, Werner, kommen wir doch mal so ein bisschen zu deiner Person. Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, weil du bist ja erst auch seit kurzem, sage ich mal, in der Öffentlichkeit präsent durch den YouTube-Kanal, ne? Richtig. Das ist doch richtig, was ich sage. Und das, was ich dir vorhin auch persönlich nochmal gesagt hatte, ist mir ist halt direkt aufgefallen, dass die Ästhetik von dem Video und natürlich auch die Stimme im Hintergrund, ja, leicht erinnert hat an Eckerlin, Pütz und Konsorten dort aus der Ecke. Und dann kam auch tatsächlich raus, das ist auch wirklich derselbe, der auch deine Videos jetzt macht und deinen Kanal macht. Richtig. Ne? Schöne Grüße an Eckerlin, der kommt demnächst im Podcast und ich muss jetzt auch meinen Senf dazugeben. Ich gratuliere dir zu deinem großartigen YouTube-Format. Ich bin gerade enttäuscht von meinem Zeitplan, weil ich konnte den neuen, der gestern rauskam, nicht gucken. Ich feiere das richtig. Ich sag da, wie die Ladies zu mir manchmal sagen, ist Hammer, aber leider zu kurz. Da, Beschwerden bitte an Arman richten. Ich sag Arman, ich habe Arman schon öfters gesagt, lass uns länger drehen. Aber gut, die zwei Videos, was ja gestern, glaube ich, rauskam, die waren, glaube ich, 1,16 Minuten und das andere ging, glaube ich, 13 Minuten. Also die waren mal recht lang. Ja. Ja, aber die Resonanz auf deine Videos ist schon auf jeden Fall sehr stark. Also dafür, dass man jetzt seit kurzem erst auf YouTube ist, also das ist schon beachtlich. Gut, wir hatten ja vor 4 Wochen hat man ja angefangen gehabt. Ich selber muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass sich so viele Leute dafür interessieren, aber anscheinend interessieren sich ja viele dafür. Man muss auch sagen, du bringst doch bestimmt, wie wir damals halt unsere Legacy, unsere Karriere reingebracht haben. Du bist ja in Frankfurt bekannt wie ein bunter Hund. Das ist ja auch viel lokal bestimmt auch, die geguckt haben, ah, Werner ist jetzt am Start, oder schätze ich mal so ein? Ja. Aber Werner, sag mal, dein Dialekt, der ist doch nicht typisch hessisch, oder schätze ich das falsch ein? Ich bin groß geworden, bin ich in Schweinfurt. Schweinfurt. Danach bin ich nach, wo ich meine Tätigkeit im Milieu aufgenommen habe, bin ich nach Würzburg gezogen. Mhm. Ja, und seitdem her eigentlich dann durch ganz Deutschland so durch. Ja. Also ich war geschäftlich immer durch ganz Deutschland. Ja. Und Frankfurt ist aber deine Basis aktuell, oder wie? Frankfurt ist meine Basis, ja. Verstehe. Grüße an Twin. Ja, Mann, Grüße. Haki, der aus Schweiz, aus Österreich kommt und die ganzen Club aus Frankfurt, alle Rapper, Chaka, der beste Rapper, Tony Tone. Ja, Mann. Wir also geben Frankfurt auch, immer Props immer, hier, was immer die Rap, immer Props. Azad auch auf jeden Azad, Fall. Azad, ja. Jace, Chaka, hat eine sehr King schöne Rap-Szene, sehr schöne Rap. Auch eine schöne Kampfsportszene auf jeden Fall. Grüße nicht nur an Christian Eckerlin, aber vor allem meinen Bro Stefan Pütz, ganz, ganz lieber Kerl. Max Koga, cooler Typ. Daniel Weichel, drückt mal immer die Daumen. Also... auf jeden Fall eine coole Ecke dort. Ja. Sind alles gute Leute. Ja. Definitiv. Bei Rap haben die ganz viel gemacht. Wir sprechen das oft an. Die haben eine ganz starke Szene schon damals gehabt. Also ganz starkes Output, was diesen Straßenrap angeht. Berlin wird da mal als Vorreiter genommen. Aber wir sagen, dass auch viele Pioniere aus Frankfurt kamen. Wenn nicht die auch. Absolut, absolut. Korrekt. Und die Faszination, für deinen YouTube-Kanal gerade und für deinen Content. Ich stelle mir jetzt mal einfach mal direkt die Frage, Werner, wie würdest du das erklären, dass die Leute auch generell so eine Faszination für das Rotlicht haben? Was ist da so der faszinierende Faktor, was die Leute so zieht? Gute Frage. Ja gut, das Rotlicht war ja schon eh und je immer so was Verborgenes. Es hat ja keiner irgendwie Einblick hinter die Kulissen erhalten. Man hat ja eigentlich immer nur das so gehört gehabt, was manchmal im Fernsehen zu Recht gesagt worden ist. Manchmal wird ja auch rechter Blödsinn da auch immer dargestellt.
Ja, und ich denke mal, das wird die Leute irgendwie so faszinieren, ne? Da mal einen Einblick in das Ganze zu bekommen. Ne? Ja, ich denke mal, du bist ja auch ein interessanter Charakter, auch äußerlich gesehen, bist du eine Erscheinung, ja, auch so ein bisschen außergewöhnlich immer angezogen und so weiter, die Haarpracht und so weiter, wenn man dich sieht, dann denkt man, okay, das erinnert mich so ein bisschen an die Pimp-Szene aus Oakland. Die Bay Area dort da drüben in Amerika ist halt auch, man sagt immer so, die, das ist sehr bunt. Da sind auch die schrillen Pimps und so. Man kennt die mit diesen bunten Anzügen und die haben Stöcke und Cups in der Hand und so, ne? Richtig. So diese ganzen Leute. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Hattest du irgendwas an sich? Ist es so schon immer so gewesen, dass du so ein bisschen rausgestochen bist aus der Masse? Das war eigentlich mein Leben lang schon so. Also lange Haare habe ich schon immer gehabt. Mhm. Ne? Und ja gut, und dann im Milieu, früher war es ja selber, jeder in den 80er, in den 90er, da war das gang und gäbe, Königskette, Rolex, einen dicken Benz vor der Tür und alles. Ja. Hast du auch mal eine Fukuhila gehabt? Nee, das habe ich nicht gehabt. Hast du nicht gehabt? Nee, das habe ich nicht mein gehabt. Partner trägt die Fukuhila, glatze Kette, Prototyp von einem Dealer. Also so ein alter 80er Jahre, dachte ich so, vielleicht so ein Foto von Werner noch mit der Fukuhila damals. Aber nee, leider das ist kein Disrespekt, wir nennen sowas Vollblut-Atze, Atzen ist da ja, aber Atzen kann alles sein. Ja, und kein Thema. Nee, Fotos von mir früher gab es keine. Oder es gibt keine mehr. Ich hatte früher zwar recht viele Fotos von mir, aber als ich damals 2001 für 7 Jahre der dann zum staatlichen Urlaub angetreten bin, hatte damals eine von meinen Freundin alles wegschmissen gehabt. Der Klassiker. Also es war dann nichts mehr da, als ich rauskam. Ne? Ja, schade. Ja, also es war Geld da, es waren viele Frauen da. Warum machen die Weiber das immer? Mit diesen Fotos zerreißen und so. Ne? Hey, man kann ja sauer sein, aber lass doch mal die Fotos so ruhig, Mensch. Du, das weiß ich nicht. Da müssten wir sie jetzt anrufen und so mal fragen, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Aber sie hat es gemacht, aber ist nicht schlimm, ist halt so und fertig. Die Bilder hat man ja gedanklich für sich selber noch im Kopf ja drin und das ist ja das Wichtigste. Werner, was hat dich denn zum, sag ich mal, verlängerten Staatsurlaub bewegt? Was ist denn passiert damals, dass du 7 Jahre lang weggekommen bist, in Vollpension? Naja, ich hatte ja damals mit 23, hatte ich ja damals mein erstes Bordell, habe ich ja eröffnet gehabt. Wo bitte? In Würzburg. Und ja, und dann ging das eigentlich so Step by Step. Dann lernt man die erste Frau kennen, die wo Agern gegangen ist. Ja, und dann kann man halt irgendwie immer tiefer ins Milieu rein, aber nicht im Negativen natürlich. Na? Ich wollte ja da ja hin. Ja, und wenn man jung ist, denkt man ja vielleicht nicht so vorausschauend wie jetzt hat. Man geht halt her und tut halt gewisse Handlungen einfach machen. Na? Hast du dir das abgeguckt? Nee. Also hattest du da ein Vorbild oder? Nein. Also ich hatte Vorbilder, ne? Definitiv. Und ich hatte auch nach sehr kurzer Zeit hatte ich auch einen sehr guten Mentor neben mir. Und da waren ein paar andere Leute auch noch rum. Aber die haben mich keinesfalls also negativ irgendwie beeinflusst oder zu Straftaten animiert oder man muss wirklich sagen, also das waren sehr gestandene Geschäftsleute, die selber natürlich schon lange im Milieu drin waren und auch sehr anerkannt waren auch im Milieu, also die waren schon deutschlandweit bekannt. Und aber sag ich mal, da ging halt alles mit Kopf ab, das waren auch totale Drogengegner. Na? Also damals mein Mentor, der hatte damals am Anfang klipp und klar, wo er mich unter die Fittiche genommen hat, hat er mal klipp und klar gesagt gehabt, also wenn du mit Koks irgendwann mal in Berührung kommst oder damit anfängst oder so, hat er gleich gesagt gehabt, da lasse ich dich fallen wie eine heiße Kartoffel und alles. Also aus der Richtung kam eigentlich nur Positives. Und da war auch keiner drunter, wo irgendwie mich beeinflusst hat, Straftaten zu machen und alles. Nein, also da muss man schon klipp und klar sagen, also geschäftlich gesehen war das natürlich eine richtig gute Schule, was ich da durchlaufen habe. Und das waren alles Leute, sag ich mal, mit Verstand und nicht irgendwelche Spinner oder irgendwas. Also, na, aber gut, wenn man ja dann jung ist, dann man geht ja auch so seinen eigenen Weg. Man wird ja jetzt seit 24 Stunden ja betreut, dann lernt man noch den und den kennen und alles. Und ja, und dann irgendwann, es gibt halt dann manchmal Dinge, da wird man mit irgendwas konfrontiert und dann denkt man halt nicht lang nach und dann macht man es halt. Ne? Das hat ja vorhin angesprochen, dass ich auch mit vielen Zuhältern aufgewachsen bin, aber die hat dann auch zum größten Teil Disziplin gefehlt, wie zum Beispiel Andy Marquardt.
Und dann auch das halt, dass man immer 24 Stunden funktionieren muss. Und klar, bei Alkohol und harten Drogen oder Drogen generell klappt es nicht. Also Andi Marquardt, der hatte die Disziplin, willst du sagen? Ja, nicht, der hatte, nein, voll falsch. Ey, Andi, mein Freund, ja. Ich krieg gleich im Stripclub nachher Schläge. Nee, ich sagte, der hat das immer dann halt auch geschafft, dieses Disziplin. Der ist ja wie du, der hat auch noch nie was, wie deine Mentoren, noch nie was angerührt. Mhm. Und halt auch diese zwei Welten, früher diese Vorbilder, die auch gut in ihren Gemeinschaften waren. Mhm. Ist ja keine rosarote Brille und wie sie es dann von Tag auf Nacht geändert hat halt. Hat es sich so von Tag auf Nacht geändert, deiner Meinung nach? War es früher alles sauberer auch? Das Milieu. Ja, insgesamt die Geschäftsleute und die Prinzipien dahinter, die Ideale. Na definitiv, das hat sich um 180 Grad gewendet. Ne? Ja, ich bin immer wieder froh und das sind eigentlich so die schönsten Momente noch so in meinem Leben. Leider Gottes kommt es nicht oft dazu, weil ich natürlich geschäftlich sehr angespannt bin. Aber mit Leuten zu sitzen, wo man schon seit 25, 30 Jahren kennt, die das Milieu damals noch mitgemacht haben und alles und vor allem auch so geblieben sind, ne? Auch geistig und also da muss man wirklich sagen, das sind dann so Momente eigentlich, da ist man mit dem Herzen dabei, wenn man mit den Leuten dann am Tisch sitzt und alles, ne? Würdest du ein paar Werte mal erzählen, den Zuschauern, uns auch, was du sagst, so die größten Werte, ich gehe voraus, keine Polizei, keine Drogen, aber erzähl doch ein paar Sachen mal. Ja gut, das mit keine Polizei, das ist klar, das ist natürlich auch so eine Sache vom Milieu. Kein Verrat. Ja, oder Verrat, wie du es jetzt sagst. Aber ich denke mal, das hat nichts mit dem Milieu zu tun oder wenn man irgendeiner Gruppierung angehört oder so. Für mich das mit kein Verrat, das ist, denke ich mal, so eine Charaktersache. Also das hatte ich schon als Jugendlicher. Ich war als Jugendlicher nicht kriminell, aber ich war, glaube ich, auch so zweimal vor Gericht oder so. Und einmal ging es darum, da hatte ich mein Mofa frisiert gehabt und dann landete ich vom Richter. Und einmal hatte ich jemanden bedroht gehabt und mein Kumpel hat ihm, glaube ich, eine noch mitgegeben gehabt. Und das war das, wo so jetzt in meiner Jugendzeit, dass ich jetzt vor Gericht stand oder so. Aber da hatte ich das schon in meinem Charakter irgendwie so drin, kein Verpfeifen oder, ne, also, ich meine, das sind ja natürlich schöne Werte, ne, die siehst du natürlich dann in gewissen Milieus, aber wie gesagt, die Zeit hat uns ja gelehrt, das ist ja alles nichts mehr so. Ne? Hm. Und man muss halt sagen, das Milieu selber auch noch früher, es war alles sehr, sehr familiär. Und das ist es heutzutage nichts mehr. Also es gibt ja mittlerweile auch schon Ältere, die sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, das Geschäft zu machen, weil sich's einfach so geändert hat und alles. Und ja, und das fehlt halt einfach. Das hat sich halt einfach geändert. Aber gut, Zeiten können sich ja ändern, ne? Aber der Mensch muss sich ja nicht ändern, ne? Hast du gut gesagt, auf jeden Fall. Ja. Ich habe einen so ein Bild vor mir, wo du ganz schon fast frustriert, wenn ich sagen darf, da im alten Kiez von dir bist, ein alter Rotlichtstraße, ja, Sperrstraße, Sperrgebiet. Du bist richtig frustriert. Dann war eine ganz lustige Szene, da habe ich euch ganz krass gefeiert, wo die Drogensüchtige kommt, die denkt, sie sieht Gott an. Dass du wieder da bist, wer, dann singt sie bei euch und irgendwann rennt ihr weg. Jeder andere hätte sie weggejagt, dann geht ihr weg. Ja. Er hat es ja schon gesagt, dass es auch sehr im Stadtbild halt auch. Also, wie gesagt, du sprichst ja jetzt gerade von Frankfurt unten, vom Rotlichtviertel. Also in den 90er und auch die Jahrzehnte vorher, wenn da in Frankfurt durchs Rot, da war ja jeden Tag war da Bewegung drin. Da war jeder unterwegs, da war der Arme, der Reiche, die Straßen waren voll. Da war einfach Leben drin. Und das hat sich jetzt halt alles so geändert. Aber gut, es hat sich ja sehr viel geändert. Die Leute haben sich natürlich geändert. Es gibt noch gute Jungs, es gibt nach wie vor noch gute Jungs im Milieu, es gibt auch noch welche, wo noch herangewachsen sind und alles und die leben auch noch nach den Werten halt und alles, ne? Aber es gibt natürlich auch Leute im Milieu, du sei mal nicht böse, die hätten früher gar keine Daseinsberechtigung gehabt, also, ne? Das ist auch früher, wenn du ja ins Milieu nahegegangen bist, du konntest ja nicht irgendwo hingehen und konntest ja sagen, kann mich jemand ins Milieu nahebringen? Das hat ja nicht funktioniert gehabt. Das ging ja nur, wenn du irgendeinen Fürsprecher gehabt hast und der hat dich gut gekannt, der hat dich erstmal unter seine Fittiche genommen gehabt und alles und dann warst du halt auf dem Geburtstag mal eingeladen, dann warst du auf dem Geburtstag mal eingeladen und wenn dich da natürlich dann so einer natürlich anderen dann vorgestellt hat und alles, ne, dann warst du natürlich safe, dann, ne, also ja, da hat das Wort noch Gewicht gehabt, ne, ja. Aber wenn ich
all die Leute, wo ich jetzt kennen würde, also da wären bestimmt welche drunter, also da würde ich jetzt mich nicht für die verbürgen oder, ne? Ja, verstehe. Gut, es gibt natürlich bei mir einen engeren Kreis und dann gibt es natürlich einen, auch noch einen recht weiteren Kreis, aber da sind einfach auch Leute mit drunter, wo du sagst, das hat gar nicht funktioniert. Mhm. Und, also, im Milieu war es auf jeden Fall auch noch so, wenn du jemanden gefunden hast und der hat dich ins Milieu nahegebracht, dann, ich sage immer, wenn du jemanden kennenlernst, er kann ja eine Maske aufhaben, aber irgendwann fällt ja die Maske. Ne? Aber im Milieu war es auf jeden Fall so, früher oder später, wenn du dich lang genug da drin bewegt hast, da hat sich die Spreu vom Weizen eigentlich getrennt. Da hat man dann eigentlich bemerkt, okay, hat er Eier, hat er keine Eier, steht er sein Mann. Also das, ne, da waren, klar waren natürlich damals auch gewisse Blender drunter, aber das hat sich ganz schnell eigentlich so rauskristallisiert, wie und wo und was. Ne? Auf jeden Fall zieht er auch voll parallel, also halt auch wieder wie bei der Tür oder so, es sind schon so Bereiche auch Rotlicht, wo man sich dann schneller rauskristallisiert, wenn Quatscher ist. Denk mal, auf der Baustelle kannst du dein Leben lang mit einem Blender zusammen sein und hast keinen Beweis und dann bei deinem Bereich oder meinen Alten geht es dann ein bisschen schneller. Richtig, richtig. Ist auch, ich würde auch sagen, halt, da sind so bestimmte Charaktereigenschaften auch, siehst du, viel deutlicher gezeichnet halt. Richtig. Der, sag ich mal, die Kurve nach unten, die du gerade beschrieben hast, meinst du, das hat auch damit was ein bisschen zu tun, dass Deutschland insgesamt einfach nicht mehr so wirtschaftlich stark ist, dass insgesamt nicht mehr so viel Geld da ist? Ich meine, du hast ja auch erzählt, ihr habt ja damals auch ganz andere Einkünfte gehabt, sage ich mal, aus dem Milieu. Und das ist ja auch ganz anders geworden. Die Geschäftsmodelle sind anders geworden. Insgesamt haben die Leute ein bisschen weniger Geld in der Tasche. Der Einfluss noch vielleicht aus dem Ausland. Viele Leute auch nochmal hier reingekommen, die andere Werte mit reingebracht haben und so weiter. Was ist denn da so dein Prinzip, wo du sagst, ah, das hat damit zu tun gehabt, dass die Kurve runtergegangen ist? Ja gut, wirtschaftlich auf jeden Fall, was mit dazu beigetragen hat, war natürlich dieses ganze Social Media, was natürlich da auch alles rausgekommen ist. Ne? Also früher gab es ja zwei Möglichkeiten. Du hast dich am Freitag oder am Samstag, hast dich hergerichtet, bist in die Disco reingegangen, hast du jemanden aufgerissen, war gut. Ne? Wenn nicht, bist du in den Puff reingegangen. Ne? So, da hast du ja den Freitag und den Samstag ja gehabt zum Aufreisen. So, aber heutzutage, ne, kannst du ja am Montag früh schon aufstehen, tust dich Facebook, Instagram. Also ich bin ja auf Instagram, glaube ich, erst seit 3 Jahren oder so. Aber da hast du ja teilweise das Gefühl, da bist du bei, wer will mich ficken, ne? Definitiv. Und das hat's ja früher ja nicht gegeben. Ja, es ist ja auch nicht. Vielleicht machen wir mal so eine App auf. Wer will mich ficken? Die neue App bei Werner. Aber wie gesagt, das sind ja natürlich alles so Dinger, wenn du siehst da auf Facebook und Instagram Also, das hat natürlich schon mit dazu beigetragen. Jetzt gibt es ja mittlerweile, letztes Mal habe ich irgendwas gehört, Tinder? Ja. dann gibt es noch irgendwie... Tinder gibt es jetzt, was gibt es denn noch? Parship? Und Fremdgehen 24. Ja. Also es gibt ja zig Apps mittlerweile. Also ich will ja nur sagen, also wenn du heute, sag ich mal, den Beischlaf einer Frau ja suchst, dann hast du ja, sag ich mal, von Montag bis Sonntag hast du 24 Stunden Zeit und musst ja nicht mal rausgehen. Da kannst du ja aussehen wie der letzte verfaulte Apfel, hockst einfach nur auf deiner Couch haust noch ein paar Fake-Bilder nach. Das wollte ich sagen, das Gefährlichste ist, wenn sie das Duckface haben. Also mein Bezirk gibt Frauen, wirklich, wenn die am Strand sitzen, schüttet Greenpeace Wasser über die, ja. Aber die sind alle geil auf Fotos und in meinem Bezirk bin ich Hoodrich, gehöre ich noch zu den Besserverdienern, wo ich wirklich nicht reich bin. Aber laut Insta, die haben alle zwei so eine Autos wie du vor der Tür. Und also wie gesagt, das hat natürlich damit dazu beigetragen, dass natürlich ein Bordell jetzt nichts mehr, es wird nichts mehr so oft in Anspruch genommen. Es wird nach wie vor in Anspruch genommen, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Geld wird auch noch verdient, aber natürlich nichts mehr in den Dimensionen. Was natürlich dann auch noch mit dazu beigetragen hat, es war natürlich so in den 90er entstanden ja so diese FKK-Clubs. Und die schossen ja dann raus irgendwie wie Pilze. Die Laufhausbetreiber, selbst wir ja damals, haben ja immer gesagt, das sind die Schweineläden. Ne? So,
Und da war es dann so, dann gingen die Preise natürlich runter. Und da haben natürlich die Mädels, wo dort gearbeitet haben, die haben natürlich da volles Programm gefahren gehabt und alles. Also da früher in den 90er oder auch in den 80er, wenn du ins Laufhaus nahe gegangen bist, da hat ja die Frau, sag ich mal, 200 Euro oder 200 Mark abgenommen, aber du hast ja nicht mal einen Mark gesteckt gehabt. Also, war ja, ne? So, und dann kam natürlich, und wie gesagt, dann kamen natürlich diese FKK-Clubs da raus. Und erklär den Leuten mal den Unterschied zwischen einem Schweine-FKK-Club und einem ordentlichen Laufhaus. An diesem Tisch wird nicht gelogen. So, naja, gut, ein Laufhaus ist so, da läufst du durchs Haus durch, da sind die Türen auf und da sind die Mädels drin. Und dann kannst du mit denen quatschen, wirst mit denen einig und dann geht's halt los. So, die FKK-Clubs, also damals, wo die ja da aufgemacht haben, also zum bestes Beispiel dafür ist, also damals zum Beispiel in meinem ersten Bordell, da war die Stunde 400 Mark. So, die halbe Stunde hatte damals 200 Mark gekostet gehabt, ne? Welches so. Baujahr, weil ich jetzt bei Zeit war, Anfang 90er? 90er, ja. Da war ich auch jeden Tag im Puff, höchstens 40 Euro, 40 Mark, 60 Mark. Das war bestimmt ein FKK-Laden. Gut. Bei uns in Schweinfurt und in Würzburg, da waren die Preise stabil. Da waren wir unter uns und da war auch keine Konkurrenz, wo das hätte machen können. Okay. Aber wie gesagt, es hatte ja gut funktioniert. Und jetzt musst du halt mal vorstellen, jetzt macht der Laden auf und jetzt kostet plötzlich die halbe Stunde 100 und die Stunde hat dann 200 gekostet. Und das war ja gang und gäbe. Also da gab es ja nicht noch irgendwelche Preise. Da gab es entweder halbe Stunde 100 oder die Stunde 200. Ne? Ja. Und meistens war es ja auch dann immer bei diesen Etablissements, dass du nur zwei Stellungen machen konntest. Das war richtig nicht so wie heute, dass du eigentlich alles machen kannst. Also im Laufhaus war es definitiv so, da wurde für alles wurde da nachgekobert und nachgekobert heißt nachgezahlt, ne? Genau. Richtig. Und in FKK-Clubs, da wurden halt da wurde halt korrekt gearbeitet. Also die Frauen hatten da die Gäste nicht verarscht gehabt oder irgendwie. Das ist voll wichtig, weil ich bin mit meinen Jungs in so einem Puff aufgewachsen. Wir hatten eine rosa-rote Brille, es waren nur Muttis. Die Düppelstraße. Wir waren alle so Straßenkinder. Ich hatte noch ein Elternhaus, manche haben nur im Bus geschlafen. Und immer Jackpot, meistens zum Sozialamt gegangen, steht auch im Bushido-Buch. Boogie versteckte seine Kette und ging zum Sozi. Dann direkt da unten war der Düppel, die Düppelstraße. Dann waren wir mal da und wir hatten eine rosa-rote Brille. Wir waren alle junge Sportler, sahen gut aus. Auch keine brutalen Schweine. Also zu den Ladies. Und da war halt immer so, es waren alte Milfs und Muttis. Und dann irgendwann, wenn ich dann so 20, 25 Jahre später, den Puff gibt's nicht mehr, das sehe, dann diese jungen Weiber, auch viel Ostblock und so, gibt's auch coole, aber es ist schon sehr ein anderes Bild. Und diese Puffs waren da, wo wir aufgewachsen sind, da dachtest du als kleiner Junge, das Schönste ist, auf die alle aufzupassen. Und wie gesagt, die ganzen FKK-Clubs, die hatten sich ja, ich weiß ja, damals in Frankfurt, da war Palace Wars, da war eins der ersten FKK-Clubs ja da unten. Und da hast du natürlich schon bemerkt, der Trend geht natürlich voll dahin. Ne? Also da bist du ja nahe gegangen, da hast du ja dann sogar ja noch, die alkoholischen Getränke waren ja frei, du hattest ja teilweise auch Essen und alles. Und natürlich die ganzen, wo natürlich so ein FKK-Club hatten, die haben das natürlich dann ausgeschmückt gehabt bis zum geht nichts mehr. Also da ging es dann schon los, dann wurden die vergrößert, dann kam Restaurant, dann kam Sauna. Also ich weiß damals in Hanau oben, da wurde Fitnessstudio nahe gebaut. Also das wurde ja dann ausgeschmückt bis zum geht nichts mehr. Und das war natürlich dann der Trend. Ne? Das war natürlich der Trend. Und dann hat man natürlich auch gesehen, die, wo natürlich die anderen Betreiber, wo immer gesagt haben, ach, das sind die Schweineläden und alles. Gut, man schändet am Anfang darüber und sagt, scheiße, aber es haben ja sehr viele ja dann mitgezogen und sind ja auf dieses Pferd, ich ja natürlich auch, und ist natürlich dann auf dieses Pferd natürlich auch mit aufgesprungen und alles. Man muss mit der Zeit gehen. Halt, ne? Ja. Das Schweine ist bezogen auf Dunking, also weil die Preise danken, oder ich gehe nicht von aus wegen die Praktiken da oder wegen Etablissement, weil es auch dreckiger ein bisschen ist. Wie kommt das Schwein? Nein, das hast du jetzt komplett falsch verstanden. Also dreckig waren die Läden nicht und man hat... Dieser Begriff Schweineläden, ne, was dann so von dem Laufhausbetreiber so gesagt worden ist, war halt die Frau früher im Laufhaus, die hat sich auf Deutsch gesagt, die hat sich nicht zusammenrammeln lassen von einem Freier. Na? Also die hat da, ne? Aber bei diesen FKK-Clubs muss man ja wirklich sagen, ich meine, da waren ja Frauen,
den hat es ja teilweise sogar gefallen gehabt. Ja. Und wie gesagt, und dann kam natürlich auch eine Generation auch herbei, wo dann plötzlich dann alles machte und ja. alles, weißt du? Und dann wurde auch nicht mehr Geld dafür verlangt gehabt und alles. Und also wie gesagt, der Trend ging auf jeden Fall schlagartig nach oben mit den ganzen FKK-Clubs. Ne? Also kann man auch davon ausgehen, dass du sagst, dass die Leute, die damals im Laufhaus gearbeitet haben, in der alten Generation und so weiter, dass die auch, sage ich mal, als wie nennt man das, höher von der Qualität galten quasi. So hat man das dann mit ja. Frauen zu tun gehabt, die teurer waren und auch mehr diesen Qualitätsstempel bekommen haben als die FKK-Mädels? Na ja, gut, ob die Frau jetzt im Laufhaus einen Qualitätsstempel erhalten hätte, das glaube ich jetzt eher nicht. Weil das ist aber natürlich nicht auf die Person bezogen. Guck mal, es waren ja damals in den 90er war es ja so, da hatten ja sehr viel, also was heißt denn sehr viel, da waren ja nur fast nur deutsche Prostituierte. Das wäre meine nächste Frage. So, dann war ja gut, dann kam ja so ein wenig Polen mit dazu, dann Tschechei, wenn sie natürlich dann hier irgendwie verheiratet waren, konnten die auch schon arbeiten, aber man hatte es ja grundsätzlich eigentlich nur mit deutschen Frauen ja zu tun gehabt und alles. Und dann irgendwann, das war halt dann während der Haft, ist halt natürlich dann Rumänien, Bulgarien ist natürlich in die EU beigetreten und alles. Und dann kam natürlich da ein ganz anderer Schlag von Leuten dann halt plötzlich rüber. Ne? Und gut, für eine Prostituierte früher, wenn sie, sag ich mal, 15.000, 20.000 verdient hat, hat sie gesagt, okay, der Monat war okay. Ne? 30, 40 wäre noch besser gewesen. Das wurde ja damals zu der Zeit ja auch verdient. Aber wie gesagt, wo halt die anderen dann rüberkamen, du musst dir ja vorstellen, jetzt nicht negativ gegen die Leute gesprochen, aber das sind ja, sag ich mal, jetzt verarmte Länder. Ne? Es ist ja nach wie vor, es ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in den Ländern. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt Rumänien zum Beispiel hernehme und alles, wenn sage ich mal, der Geldfluss ne, von den ganzen Prostituierten, ne, was alle in ganz Deutschland arbeiten oder in Frankreich oder jetzt mal egal in welchen europäischen Ländern, wenn das aufhören würde, dass das Geld ins Land nahe fließt, die jetzige Situation, dann würde ich sagen, dann hätte das Land da unten ein ernsthaftes Problem. Ne? Also man muss schon klipp und klar sagen, also da haben es die Politiker auf jeden Fall mal fertig gekriegt, ihr eigenes Land zu verkaufen, die wo alle an der Macht da waren, über die zwei Jahrzehnte jetzt hinweg. Und ja, und die Leute nach wie vor, das sind arme Leute da unten. Und die meisten Frauen, was hier arbeiten, die tun die Familie da unterstützen. Das bleibt denen ja auch gar nichts anderes übrig, genau. als die zu unterstützen. Weil letztendlich mit dem Geld, was sie da unten haben, können die ihr Leben nicht bestreiten. Wenn wir in eine gute Disco nahe gehen, dann zahlen wir auch 300 für eine Flasche. Ja. Genauso wie hier. Wenn ich meine Packung Zigaretten kaufe, dann kostet die vielleicht 5 Euro, dann kostet halt da unten, sag ich mal, 3,50 Euro oder 4. Der Kaffee im Lidl gibt's ja da unten alles, der kostet ja genauso viel. Wie will das jemand bestreiten, der eine Rente, sag ich mal, von 150 Euro hat? Das sehe ich genauso. Sagen immer auch ganz viele, sagen, zeigt parallel wie du, sagen ja auch, dass das Problem Armut ist in diesen Ländern halt, dass das auch ein Armutsproblem ist und dass das halt die Armut bekämpft werden muss, ja. Und dann auch genau zu der Zeit, wo du meintest, als dann die offenen Grenzen waren, viel Polen, Rumänien und so, und dann habe ich da war ich noch nie drin, obwohl ich immer so ein Dude war, bin, der da mal gerne im Bordell ist, aber diese Flatrate-Puffs gab es dann hier, Anfang 90er, Mitte, kann das sein? Also da richtig, deswegen 30 Euro oder so, 100 richtig, Euro und 5 Stunden Vögel. Richtig, der Trend, der kam dann irgendwann mal auch. Aber was ich jetzt dazu noch sagen will mit diesen Ländern, als natürlich Bulgarien, Rumänien dann die Grenzen aufmachten und die kamen dann rüber, dann, das war ja dann, wenn da, sag ich mal, eine Frau jetzt, sag ich mal, 5.000 oder 10.000 verdient hat, für die war das ja... wir sind im Schlaraffenland. Ja, genau. So. Und dementsprechend dann gingen halt natürlich die Preise. Die wurden natürlich dann auch, ne, dann kamen welche auf den Trichter. Wir tun ja auch privat. Und also da hast du schon bemerkt, also preislich hat sich da auf jeden Fall was getan. Ich habe die Zeit, wo der von der Grenzeröffnung, habe ich nicht mitgemacht gehabt. Da war ich im Knast.
Aber ich höre es natürlich von vielen, die wo halt die Zeit mitgemacht haben. Also da hat es auf jeden Fall, also es gab auf jeden Fall viele Faktoren, wieso das dazu kam, dass man das Geld nichts mehr verdient hat wie vorher. Ne? Also man kann nicht hergehen und sagen, na, das hat nur was mit den Rumänen zu tun oder das hat nur was mit den Bulgaren zu tun oder so. Ist überhaupt nicht der Fall. Das war einfach die Zeit mit diesem Social Media und ne? Das Internet wurde der Strich oder das Bordell, ne? Richtig. Hat mein Freund immer gesagt. Richtig. Ja, insgesamt, die Wirtschaft. Also man sieht ja heutzutage, wenn man es vergleicht mit den 70er Jahren und 80er Jahren, noch, sage ich mal, die Marktzeiten und die schönen Marktzeiten und so, da haben ja die meisten Leute jetzt schon weniger Geld in der Tasche als damals. Okay, die Kluft zwischen Arm und Reich ist jetzt mittlerweile sehr viel größer. Die Mitte wurde dann so ein bisschen abgebaut. Und es gibt mit Sicherheit hier in Deutschland auch noch sehr, sehr gute Gutverdiener und sehr, sehr Gutverdiener. Das gibt's schon. Aber das ist schon so geworden, dass man dann doch die Kundschaft eigentlich aus der Mittelschicht hier hat. Ne? Also der Arme, der hat nicht das Geld dafür, um jetzt irgendwie 400 Euro, 200 Mark, keine Ahnung was, jetzt die ganze Zeit für einen Puff zu bezahlen. Der ist halt einfach arm. Ja. Und der Reiche hat dann vielleicht andere Möglichkeiten, an Mädels ranzukommen. Die Mittelschicht ist doch eigentlich normalerweise der Hauptkonsumentenbereich des Rotlichts, oder nicht? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Richtig. Wenn die Mittelschicht dann so abgebaut wird und die immer weniger Kohle in der Tasche haben, dann können sie auch nicht ausgeben. Definitiv, da bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Aber was ich noch mit anhängen will, was der Bugi da gesagt hat, dieses Geschäftsmodell natürlich, wo mit diesem Flat da kam. Also, es kam ja dann, dass man da, sag ich mal, nahe gegangen ist, hat sei 80 Euro Eintritt bezahlt und man konnte, sag ich mal, dreimal sich mit einer Frau vergnügen. Ne? Nein, da hier in Berlin, so oft du wolltest. Oder, wirklich Flat, Werner, ich habe das schon mal Freunde gehört. Okay, das ist dann auch was Neues für mich, das dann so oft, wie man will. Aber da muss man dann ganz ehrlich sagen, also dieses Geschäftsmodell habe ich noch nie betrieben gehabt. Und das ist dann wiederum ein Geschäft, wo ich sage, da könnte ich verdienen, was ich will. Ich würde mich sowas nicht hingeben, weil das ist was, wo man ganz ehrlich sagen muss, es ist einfach unter der Schublade. Also ich weiß, es gab gewisse Läden, da hast du 80 Euro Eintritt bezahlt, da habe ich immer nur mit dem Kopf geschüttelt und man konnte dreimal, jetzt musst du überlegen, bei 80 Euro Eintritt, dreimal, also wenn der bei drei Frauen war, der Betreiber von so einem Club will ja auch noch was verdienen, also was landet dann eigentlich bei der Frau? Und dann muss man ja wirklich sagen, also boah, das ist ja unter alter Würde, also da bin ich auch voll und ganz beim Staat. Ich finde es gut, dass er das verboten hat. Ja, ne? Ja. Und man hat ja teilweise auch manchmal, bekommt man ja mit, da entstehen irgendwo in irgendwelchen Ecken irgendwelche Straßenstricks. Und wenn du da mitkriegst, für was die da mitgehen und alles, da muss man doch ganz ehrlich sagen, so tief kann sich doch keine Frau runterlassen, dass er sagt, ich mach das mit oder also eklig. Belasch, wer war denn hier aus Halle letztens? Welcher Dude? Halle? Aus wer kam denn aus Halle, die wir hier hatten? Marvin, California. Bruder, da war ich auch schon abgebrühter Kerl. Meine Leute hatten Rotlicht. Ich kannte das Rotlicht. Da habe ich aber in Halle vor gefühlten 15 Jahren den Babystrich da mal gesehen. Also die Leute, die ich dann kannten, die alten Zuhälter, wären da mit einer Basie reingegangen. Ich konnte es selbst nicht sehen. Als abgebrühter Junge, mir wurde schlecht. Ja, das ist natürlich unterste Schublade. Ich habe gleich zwei wichtige Fragen auch. Weil, wie siehst du es mit der Legalisierung? Das wird ja oft angesprochen, dass es wieder illegal werden soll oder nicht legal. Dauernd hört man, so in den Medien kriegt man das mit, dass es dann doch wieder darum geht, so dieses, die nennt es immer Holland-Modell. Oder kannst du darüber was sagen? Ja gut, es ist in dem Sinne, es ist legalisiert worden, aber letztendlich ist ja bei der Frau ja nicht viel übrig geblieben. Ne? Es ist ja, da haben sich irgendwelche Politiker da an den Tisch gesetzt und weiß ich nicht, vielleicht hatten die sich da irgendwie beraten lassen von irgendwelchen Freizeitmodellbetreiber oder irgendwas, aber für mich hat es keine Hand und Fuß, was die da gemacht haben. Die Frau ist nach wie vor nicht krankenversichert. Ne? Es wurde jetzt zum Beispiel, wo ich selber jetzt auch schade finde, früher musste jede Frau alle 4 Wochen oder alle 3 Monate diesen Bockschein, was es ja gab, musste sie ja machen. Das wurde ja auch abgeschafft, weil es kann ja nicht sein, dass eine Frau das ja mitmachen muss. Bockschein ist Geschlechtskrankheiten und AIDS und so. Ne? Genau, also. Richtig. Und da muss man ja wirklich sagen,
meiner Meinung nach hätte es nicht abgeschafft werden dürfen, weil man bekommt schon noch mit, dass es ja Frauen gibt, gerade aus so verarmten Ländern, wenn die kommen und alles. Und die machen das dann einfach, die machen einfach ungeschützten Geschlechtsverkehr und alles. Ja, ja. Jetzt musst du dir ja nur vorstellen, das Schlimme daran ist ja, du kannst ja nicht mal der Frau die Schuld ja geben, es gibt ja genug Vollidioten da draußen, die gehen ja her und überreden ja die Frau dazu und bezahlen sie auch noch dafür und alles. Ja. Jetzt ist die Frau vielleicht gerade rübergekommen und alles und lässt sich da drauf ein. Du musst dir mal vorstellen, wenn die es einmal macht, dann macht es ja immer wieder. Ja, ja. Jetzt musst du dir natürlich vorstellen, jetzt hat die Frau irgendeine Krankheit, jetzt macht die das, sag ich mal, am Tag nur einmal. Da musst du dir mal vorstellen, was die Frau ja da lostritt und alles. Also gut, aber es soll ja so sein, wenn sich da manche irgendwie scheiße gefühlt haben von den Frauen. Also das wäre so ein Ding gewesen, was ich nicht gemacht hätte. Kennst du den Strich hier, Kurfürstenstraße, Werner? Sagt dir das was? Nein. Das ist hier in Berlin, ist das halt auch so der Ekelstrich, sag ich mal. Uh-huh. Der ist auch dafür bekannt, die stehen auch auf der Straße und so. Ja. Also durch die Medien kenne ich ihn. Ach so, aber okay, gut. Weil das Ding ist ja, dort hast du ja auch natürlich mit harter Drogensucht zu tun, die sind ja auch viele an der Nadel. Und wenn da jetzt der Freier irgendwie kommt und sagt, ja, 30 Euro, aber ich will keinen Gummi benutzen, dann sagt sie vielleicht einmal nein. Dann fährt der Freier vielleicht 2-3 Runden und die Zeit vergeht. Und wenn du an der Nadel bist, weißt du ja, irgendwann sagst du dann ja, weil du brauchst halt einen Schuss. Und dann kommt halt natürlich das eine Ekel zum anderen und so. Da frage ich mich halt auch, wie sowas halt eigentlich so geduldet wird. Weil ich meine, ich fahre ja da mit meinem Auto entlang, die stehen ja da. Also es gäbe ja wahrscheinlich eine Möglichkeit vom Staat aus irgendwie das zu unterbinden, aber das wird ja oft auch nicht getan. Weißt du, woran das liegt? Puh, du, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal irgendwann mal ein paar Leute mal fragen, wo dafür zuständig sind. Guck mal, das ganze, die ganzen Drogensüchtigen in Frankfurt, im Bahnhofsviertel. Wieso sind die permanent da? Wieso tut man die nicht woanders hin? Vielleicht ist es ja auch gewollt. Hängt, glaube ich, auch viel mit zusammen, welche Leute, Bevölkerungsgruppe in dem Bezirk wohnt. Kriege ich immer mit. So, auch ganz oft. Ja, Schöneberg ist jetzt auch nicht unbedingt ein ekliger Armenbezirk oder so. Also, es wundert mich halt einfach, dass das seit Jahren, Jahrzehnten und so weiter geduldet wird. Davon gibt es Spiegel-TV-Reportagen ohne Ende. Man weiß, dass es halt um Heroinsucht geht. Das macht aber keiner was dagegen. Keiner macht was dagegen. Das ist ja widerlich. Und dann eigentlich ist es ja dann schon wieder schlecht, wenn die Leute darüber debattieren, ob man das jetzt wieder illegal macht. Weil dann würde das ja noch schlimmer werden, alles. Ne? So stelle ich mir das vor. Naja. Es gibt ja keine Regulierung mehr. Als erst lass mich noch dazu sagen, weil du zu diesem Prostitutionsschutzgesetz, weil du das angesprochen hast. Dann, was ja noch verändert worden ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Laufhaus hast, die Frau kam ja früher, die ist ja angereist, ne, mit ihrem Gepäck, dann hat sie ihr Zimmer bekommen und da hat sie gearbeitet gehabt und hat geschlafen gehabt auch in dem Zimmer. Als dieses Prostitutionsschutzgesetz da rauskam, da wurde klipp und klar definiert, die Frau darf in ihrem Arbeitszimmer nicht mehr übernachten. Also der Betreiber muss ein anderes Zimmer zur Verfügung stellen. Oder die Frau muss sich dann ein Hotel nehmen oder irgendwas. Da kann ich das auch zu 100% alle Frauen, da gibt es immer Riesendiskussionen. Ja, ich zahle das Zimmer, wieso darf ich nicht da drin schlafen und alles. Die Frauen wollen das doch gar nicht. Eine Frau, wo langfristig ein Zimmer irgendwo im Bordell anmietet, die richtet sich ja ein wenig selber her, ein bisschen dekoriert und alles. Das ist ihr Reich, die will da drin bleiben. Mhm. Jetzt gehst du her und sagst, du, pass auf, wenn du jetzt nichts mehr arbeitest, gehst du her und schläfst. Jetzt, wenn ich aber als Betreiber jetzt hergehe und würde, sag ich mal, 25 Quadratmeter nehmen, ne? Zimmer und würde da, sag ich mal, 3 Doppelstockbetten da rein tun und die Frauen würden da drin schlafen, das wäre dann okay. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, das passt einfach nicht. Es wurde einiges geändert. Möge es ja sein, dass vielleicht das eine oder andere auch gut ist, was da gemacht worden ist, aber das Konzept für mich selber, also das ist nicht schlüssig und das ist. Also ich denke mal, da sollte man auf jeden Fall definitiv nochmal nacharbeiten, was das Ganze betrifft. Also, aber wie gesagt, Politiker, wo sich ja da hinsetzen und solche Dinge da rausbringen, das sind ja dann solche Leute, die sind ja nicht an der Front, die wissen doch gar nicht, wie es im Bordell ab. Ne? Die kommunizieren mit Leuten wie dir dann wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Weil eigentlich seid ihr die Fachmänner. Gut, ich weiß an. Die kommen selber zum Ficken vielleicht, aber. Also, ich wollte gerade sagen, das hatte ich im Kopf die ganze Zeit. Ja, also da
Da gab's irgendwie, in einem Bordell kamen mal zwei Frauen nahe, die hatten da irgendwie so ein e.V. und die gehen halt dann manchmal durch und reden mit den Frauen und alles. Die haben mich natürlich auch darauf angesprochen, als Betreiben, aber was ich davor halt, habe ich zum gesagt, das ist größtenteils eigentlich der größte Blödsinn. Ja, wieso, weshalb, warum und... Ja. Ich habe gerade Demonstrationen gegen diese Gesetze gesehen, mal vom Prostituierten gegen diese Schutzgesetze. Ja, die Schattenseiten von der ganzen Sache, da würde mich mal interessieren, was wäre da so deine nüchterne Einschätzung? Weil es gibt ja viele Leute, die mit Rotlicht natürlich dann auch so alte Klischees, die teilweise wahrscheinlich auch wahr sind, in Verbindung bringen, dass Frauen geprügelt werden zum Beispiel oder dass Menschenhandel da eine große Rolle spielt, Schleuserei und so weiter, blablabla. So eine Frau, die dort halt, sag ich mal, in einem Puff arbeitet, denke ich mal, kann man nicht verallgemeinern. Hast du ja selber auch schon erzählt, da gibt es mal Leute, die gehen gut und sauber mit Leuten um und dann gibt es andere Leute, die gehen wirklich katastrophal und unter der Schublade mit anderen Frauen um. Aber wenn du dir so einen groben Eindruck machst, weil du bist ja so ein bisschen so der Außenminister, ja, ich krieg das ja so mit, du bist ja überall unterwegs. Also wenn jemand weiß, wie es in Deutschland abgeht, dann ist es Werner. Ist es, zu was für einem prozentualen Anteil würdest du sagen, ist es wirklich problematisch, was hier gerade abgeht mit den negativen Schattenseiten dieser Rotlichtindustrie? Gut, also auch jetzt so bei Bekannten, die Läden oder jetzt auch in unseren, also da kann ich da eins sagen, da achtet wirklich jeder darauf, dass ja alles passt. Es stellt sich ja jeder ganz einfach vor, das ist alles so einfach vor. Ich mache ein Bordell auf, ich miete was an und da tue ich Frauen nahe und dann verdiene ich Geld. Das ist so eine Bürokratie, die da jeden Tag an den Tag legen muss und alles. Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also mittlerweile, ich habe mich ja so aus dem Tages- und dem ganzen Nachtgeschäft habe ich mich ja mittlerweile ja rausgezogen. Ich tue mich ja noch so ums Marketing ja kümmern und alles oder wenn irgendwelche neuen Projekte anstehen und alles. Aber ansonsten bin ich nichts mehr an der Front. Das machen jetzt andere Leute und alles. Aber kannst du kurz Marketing ausführen? Was bedeutet das im Rotlicht über Marketing? Wie läuft Promo. Das? Promo. Ja. Wie läuft Promo. Das? Erzähl mal ganz kurz. Naja, es ist ja wichtig. Du musst ja für einen Laden musst du ja werben. Ja. Na? So, okay, wo schalte ich die Werbung, wie schalte ich die Werbung, wie mache ich aufmerksam auf mich, also das ist ganz wichtig, das musst du heutzutage ja machen. Und wenn du da, sag ich mal, Fehler begehst, dann kannst du auch ganz schnell untergehen. Ja. Du achtest auch auf den Ruf des Geschäfts wahrscheinlich dann, ne? Definitiv, das ist das Wichtigste. Ja. Also der Ruf vom Geschäft und von mir, das ist mir das Wichtigste. Und natürlich auch natürlich von den Leuten, ne, die da ja natürlich tätig sind. Also wenn da der Ruf natürlich angekratzt ist, dann kannst du es vergessen. Also dann ist das Geschäft zum Scheitern verurteilt. Es geht ja keine Frau her und reist da zu irgendjemanden an, wo sie weiß, der hat einen schlechten Ruf, da kriege ich ins Maul oder jetzt mal egal was, oder ich werde scheiße behandelt oder ne. Also der Ruf von einem Geschäft muss schon gut sein. Also sowohl der vom Betreiber oder von den Tätigen, wo da im Büro tätig sind, natürlich, als auch natürlich, Bewegung sollte natürlich im Geschäft auch drin sein. Es reißt ja die Frau an, wenn sie einen Gast am Tag hat. Ne? Ja, klar. Ja. Ne? Also das muss immer schon so eins ins andere nahe greifen und alles. Aber ich will nur sagen, und auch so bei Bekannten, wenn ich gucke, also wirklich, die reißen sich da wirklich einen Arsch auf, um da alles mittlerweile auch den Frauen ja recht zu machen und alles und die ganze Bürokratie zu bewältigen, du den Ämter gegenüber, dass du natürlich da auch die Anforderungen erfüllst und alles. Und alles andere, das ist mit Menschenhandel, also mir ist ja keiner bekannt, wo jetzt, sag ich mal, einen Laden hat und ich meine, wie soll das erstmal funktionieren, dass da überhaupt, sagen wir mal, du hast ein Geschäft, da arbeiten 20 Frauen drin, ne? So, wie willst du 20 Frauen zur Prostitution zwingen? Wenn die Frau, der Laden wird irgendwann mal zugemacht, dann kann ja die Frau ja abhauen. Na? Dann geht irgendwann mal, will sie in die Stadt nahe gehen, die kann ja aus der Stadt, kann sie ja auch abhauen. Also diese Vorstellungen immer, ja, die werden da gefangen gehalten und gezwungen und was sagen, das ist ein Blödsinn, ist das. Es gibt natürlich da, das, und das existiert ja auch. Natürlich kann eine Frau natürlich jemanden kennenlernen, ne? Du kannst ja heute, wenn heute eine Frau einen Freund hat, eine Prostituierte, da kannst du ja gar nicht hergehen und sagen, das ist der ihr Zuhälter. Also ich kann da sagen, da kam jemand angereist bei mir, das ist schon Jahre liegt das zurück, mit ihrem Mann. Ne?
Die hatte da 4 Jahre, ist sie der Prostitution nachgegangen. Ihr Mann hatte natürlich dann auch in der Stadt gewohnt gehabt, die hatten da eine Wohnung und alles und die hat 4 Jahre lang Vollgas gegeben gehabt und alles, ne? So, aber die sind hergegangen, haben das Geld genommen und haben danach eine Baufirma aufgemacht. So, er betreibt mittlerweile erfolgreich eine Baufirma, sie schmeißt das Büro. Also, weißt du, was ich meine? Das Geld war ja für beide. Ist er jetzt der Zuhälter? Ne? Okay, die sind halt den Weg gegangen und haben gesagt, pass auf, wir machen das jetzt ein paar Jahre und dann bauen wir uns halt was auf. Aber du kannst ja nicht hergehen und sagen, sie ist Prostituierte, er ist mit ihr zusammen. Und bei ganz viel ist es so ein schmaler Grat. Das habe ich in meinem Bekanntenkreis wirklich einen älteren Freund und dann auch ganz, ich sage jetzt die Namen nicht, vielleicht wollen die es nicht, und das ganz oft, du kannst wirklich wissen, ist deine Frau Prostituierte oder so Schwesterverhältnis, genau. Und ja, aber ja. Ich kenne auch viele Leute, die ihre Alte auf den Strich geschickt haben, muss man auch fairerweise sagen. Ja, aber bei manchen, da will ich ja jetzt gerade dazu kommen. Natürlich gibt's dann auch welche, die gehen her, die Frau lernt jemanden kennen und alles, verliebt sich in den und der hat halt im Kopf halt nur das Beste will er halt, sag ich mal, von ihr. Aber das ist natürlich dann auch so ein Ding, geh mal zu einer verliebten Frau hin, na, und sag zu ihr, du, pass auf, dein Mann ist scheiße. Die springen da mit dem Arsch ins Gesicht. Also weißt du, was ich meine? Das sind ja alles so Dinge. Und letztendlich, wenn eine Frau im Geschäft da drin ist, was sie privat da draußen macht, das ist doch der ihr Bier. Weißt du, was ich meine? Also Fakt ist auf jeden Fall eins, in den Geschäften, da wird keine gezwungen. Und wenn eine nicht arbeiten will, dann tut sie nicht arbeiten und fertig. Und wenn jemand von der Woche 3 Tage arbeiten will, dann arbeitet sie halt nur 3 Tage. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber was natürlich die Frau da draußen und bei manchen Frauen ist es ja auch gewollt. Also ich weiß ja, früher im Milieu war es ja auf jeden Fall so, ein guter Lude war ja sein eigenes Werbeplakat, ne? Also warst gut gekleidet, warst natürlich schön mit Schmuck behängt und alles, hast ein schönes Auto gehabt und alles. Wenn du jetzt natürlich im Milieu, sag ich mal, jetzt noch bekannt war, dadurch, dass du jetzt den und den gekannt hast und man hat nur gut über dich gesprochen, da gab es ja Frauen, da warst du ein Magnet für die. Die hat gewusst gehabt, wenn ich mit dem zusammengehe, ne? Der hat sich schon selbst angeboten. Genau. Ja, Werner, weißt du, was ich meine? Solche Frauen, die haben sich ja dann schon selber und die wollten ja genau so einen wollten sie ja haben. Ne? Meine Frage kam, Werner, weil ich habe da als junger Jugendlicher immer meine Ohren gespitzt, wenn diese Dialoge entstanden sind. Und dann dachte ich erst an die Mythe, das hat die auch wirklich von einer Person gesehen, nicht von irgendeinem Film, man schläft nicht mit den Frauen. Wenn du eine alte anschaffen schickst, hab nichts mit ihr. Und dann einige Jahre später auch ein Typ, auch ein richtiger Big Dog oder kein Faker, hat mit der geschlafen. Ich kam dann immer durcheinander. Ist das so eine Regel, wie man sagt, halt, wie man befolgen sollte? Dealer soll seinen eigenen Stoff ja auch nicht nehmen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, kennst diese Mythe noch, ja, dieser Spruch, ne? Also es ist so, also ich als Bordellbetreiber, ne? Ich würde jetzt nicht hergehen und würde in dem Laden da drin, selbst wenn sich die Frauen ja anbieten, und das passiert ja eigentlich ganz schnell in jedem Bordell, aus irgendwelchen Gründen wollen sie ja mit dem Chef ja immer, nicht alle, aber es passiert recht oft, die wollen halt mit dem Chef halt dann was haben. Also das mache ich nicht. Ja. Also ich gehe nicht her und lass mich da mit Frauen, weil was da passiert, kann ich euch sagen, die Frau verliert den Respekt, was er vorher gehabt hat. Und Respekt meine ich dann eigentlich nicht, dass er plötzlich Angst vor mir hat oder irgendwas, aber dann sagt sie, ach komm, mit ihm schlafe ich jetzt und alles und es passt halt nicht. Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Wenn natürlich einer mit seiner Frau zusammen ist und er meint, mit ihr nicht schlafen zu müssen, gut, muss ich ganz ehrlich sagen, die Variante habe ich zwar jetzt noch nie gehört, ich habe es auch noch nicht durchlebt, also mit allen, wo ich zusammen war, habe ich natürlich auch geschlafen und ich denke mal, ohne geht's nicht. Aber als Betreiber selber, dass du in deinem eigenen Laden da rumwilderst und mit der ins Bett gehst und mit der, du, da sind jede Woche welche, die wollen mit dir ins Bett nahe gehen. Mein Musikmentor Werner, ja, Frauenarzt, hat mir immer damals, bei ein paar Sachen habe ich die Sachen beigebracht, beim Musikgeschäft viel eher mir. Und wenn wir Ende der 90er, Anfang der 2000er auf Tour waren oder auch die ersten Lieder gemacht haben, schlaf nicht mit den Sängerinnen, danach wird es kompliziert und bumst die Stripperin nicht.
Ja, Applaus dafür. Ich sag nicht, dass mir immer gelungen ist. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Komm, Werner, wenn wir heute mal hier frohe Laune mit den Nikotin, gib mir auch mal eine Idee. Ja, gerne. Ja, genau. Quält mich heute nicht. Einen Tag werde ich das schon überleben. Weißt du, was mich mal interessieren würde, Werner? Was wäre der Punkt, wo du kommen würdest und sagen würdest, du, pass auf, Madame, du bist hier raus? Wenn sie die Gäste verarscht. Also klauen oder abziehen oder was? Falle. Klauen, abziehen, den Gast ins Geschäft, also in Zimmer reinlocken mit falschen Versprechungen, was er danach nicht einhält. Siehst du nichts verpflichtet, da drin zu machen, das bleibt ihr überlassen. Aber Leute da drin abzuziehen oder irgendwas, also da muss ich dann sagen, also es kann sein, okay, manchmal kannst du es ja nicht so recht einschätzen, da ist dann ein Protest im Haus da drin und alles, dann kannst du es vielleicht nicht so einschätzen, ist der Gast jetzt, hat der Recht oder hat sie Recht, gut, wenn man lang genug in dem Geschäft tätig ist, dann, ne, gut, aber spätestens beim zweiten oder beim dritten Mal, also da klipp und klar, Sachen packen und gehen. Wenn du vom Drogenproblem mitbekommst, wie reagierst du da? Vom Drogenproblem. Ja, also wenn die Dame jetzt Drogenproblem hat und es wird langsam offensichtlich, dass es auch so sichtbar ist oder Probleme mit sich bringt. Ja gut, also sowas tust du eigentlich dann entfernen, weil das tut nicht lang gut. Also wenn ich kann da eins sagen, wenn eine Frau, man kann ja nicht, es gibt ja Frauen, die kommen ja ins Geschäft nahe, die sind ja, machen erstmal einen ganz vernünftigen Eindruck und alles, aber dann irgendwann merkst du, die trinken auch schon unterm Tag, dann kommt vielleicht das eine oder andere mit dazu, man weiß ja nicht, was alles dazu kommt, weil man ist ja nicht im Zimmer drin, wenn die Tür zu ist und alles, aber dann merkst du, also da wird dann ein Verhalten an den Tag gelegt, wo du sagst, das brauchst im Geschäft nicht. Und da fühlen sich die anderen Frauen natürlich dann auch gestört und alles. Ne? Ja, ja. Also sowas tut man dann eigentlich auch ganz schnell unterbinden. Ne? Kann ich bestätigen, Freund in Hamburg auch, der im Rotlicht ist, striktes Verbot für alle Drogen, weil sie dann auch wie jeder Kokser 2 Stunden euphorisch sind, dann 8 Stunden durchhängen. Und das ist auch ganz wichtig halt mit der Falle und so. Das hat dann mich auch ganz oft gestört, weil wenn ich dann damals war, ich hatte immer schon Mädchen, ich wollte nur kurz einen wegstecken, hatte wenig Zeit. Und wollte aber auch in Sicherheit sein, weil ich bin nicht so naiv, hole mir nachts einen fremden Menschen, bin auch unten mit Augen zu vielleicht und dann ist die Sicherheit ganz wichtig und das hat sich auch sehr nach unten leider verzogen, also ist sehr, sehr das Niveau nach unten gegangen, auch überhaupt die Ambiente und so, es gibt ein paar Läden noch, aber die sterben fast schon aus, wa? Ja, Hygiene ist auch bestimmt ganz wichtig. Halt, ne? Kannst du mir was erklären, Werner? Mir ist vollkommen bewusst so, ich war ja auch da mal halbwegs mit drin, also so dabei. Und klar, wenn du halt eine Frau hast, die gut aussieht und die sich nicht verbrauchen will, dass die eine Falle macht, ist klar, warum die eine Falle macht. Dass der Geschlechtsakt nicht stattfindet, trotzdem das Geld. Aber warum sagen, ich habe mal gehört, es war aber auch in den Medien, ich weiß nicht, ob es stimmte, da hatten Zuhälter auch die Mädels richtig genötigt. Was gibt es für einen Grund, warum ist eine Falle für einen Zuhälter auch gut? Diese Falle, weißt du, wenn sie halt die Beine so machen und dann so tun, als würden wir mit der Frau schlafen. Ja gut, also hatten wir viel in Berlin. Ja, also das mit Falle war ja sehr, sehr verbreitet in den 70er, 80er, 90er, in anderen Städten jetzt auch noch nach wie vor und alles. Ich bin da noch nicht hergegangen und habe da Frauen Anweisungen gegeben, wie sie zu arbeiten haben oder dass sie Falle machen sollen und alles. Aber gut, wenn eine Frau natürlich auf Falle arbeitet, dann braucht der Mann ja auch nicht Angst zu haben, dass er sich vielleicht in den anderen verliebt. Ne? Vielleicht ist er das der Grund dafür. Ja. Ne? Also ich habe das mit der Falle gar nicht geschnallt. Muss ich also sagen. Baby, was Falle, ist eine Falle? Die machen die Beine halt so, dass du denkst, du dringst in sie ein, aber es wird dir nur so simuliert durch den Druck der Schenkel. Ach so, okay, yes. Richtig. Ja, okay, die Falle, alles klar. Gut. Geht nicht bei Leuten, die auf Ü30-Partys gehen. Ich meine nicht das Alter. Wollte ich gerade sagen, ja, geht bis zu einem gewissen Zentimetermaß nur wahrscheinlich. Aber was ist denn mit der anderen Seite und zwar mit den Leuten, die Kunden sind quasi? Hast du damals mehr Ärger gehabt, heute mehr Ärger gehabt? Ist insgesamt viel Ärger in solchen Etablissements? Muss man viele zurechtweisen, zurechtstupsen? Gibt es auch mal einen auf die Fresse, weil sich Leute daneben benehmen oder keine Ahnung was? Wie ist das Verhältnis da so? Na, das mit dem Eicher in einem Bordell hat ja immer damit was zu tun, wie da drin gearbeitet wird. Mhm. Na? So, wenn du natürlich hergehst und zu jeder Frau natürlich sagst, du pass auf, wenn sie schon ein Zimmer anmietet, na? Was du im Zimmer machst, das ist deine Sache, aber tust du die Gäste verarschen, na? Dann werden wir das Verhältnis kündigen. Ja. Unser Mietverhältnis. Ne? Und wenn die Frauen natürlich korrekt da drin arbeiten, dann hast du eigentlich auch fast keinen Stress in dem Laden da drin und alles. Ne? Es gibt ja Häuser, die schließen früh um 10 Uhr auf und bis Mittag um 2 Uhr
hatten die schon 10-mal Alarm. Mhm. Ne? Mhm. Da reden wir von 4 Stunden. Ne? Mhm. Also ich kann das auch. Also wenn die Woche 2-mal Alarm ist bei mir in den Häusern, dann ist es viel. Und da redest du über Frankfurt gerade, oder wie? Nee, ich habe ja eigentlich Modelle so in Deutschland. Aber es kommt schon ein bisschen drauf an, wo man ist, oder? Ja, definitiv. Ja, ja. Ich meine, du musst ja ganz einfach vorstellen, die Frauen in einem Bordell, die sprengen sich ja irgendwann mal ab wann die Preise losgehen. Ne? So, also bei mir in den Häusern ist es so, die fangen alle ab 50 Euro an. Mhm. Es gibt ja natürlich auch Häuser, da geht es ja auch schon ab 20 Euro los, ne? Was? So, jetzt wenn... Sag mal Adresse bitte. Ja, gut, aber was bekommst du für die 20 Euro? Die Falle. Ja, oder... Also das macht schon viel aus. Also der Stress in einem Laufhaus richtet sich immer danach, wie die Mädels da drin arbeiten und alles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also klar, am Wochenende hast du mal einen Betrunkenen da drin und alles, oder... Aber das ist... Also nichts Großartiges. Also es ist... Es ist eher ruhig, wenn dann Dispute sind oder Konflikte, ist dann meistens eher Leute, dass sie dein Geschäft übernehmen, weil war mehr so Territoriumsansprüche als Stress vom Kunden oder die Mädchen. Also, also wie gesagt, wenn ein Haus gut geführt ist und alles, dann hast du eigentlich auch fast nie Stress da drin. Ja, ey, das, was Boogie gerade angesprochen hat, wäre ja auch natürlich dann auch der nächste logische Punkt. Territoriale Kämpfe und Stress mit anderen Leuten, die da irgendwie natürlich Geld verdienen wollen und einen Anspruch darauf erheben und so weiter, war ja schon immer Teil des Milieus, ne? Das weiß man ja. Warst du da auch schon viel involviert und musstest da ein paar hässliche Sachen irgendwie miterleben oder bist du da ein bisschen verschont geblieben? Jetzt ganz kurz mal, ich gehe davon aus, bei dem Stand, den ich kenne in Deutschland, safe, wa? 100%. Ja, gut, man muss ja dazu sagen, also früher, das war aber schon lange Zeit her, da war es ja nicht so, dass jeder Bordell aufmachen konnte. Also das war ganz einfach so. Und da war es auch ganz einfach so, es hat auch keiner probiert gehabt, ein Bordell aufzumachen. Na? Das war einfach so. Aber mittlerweile haben sich die Zeiten ja so geändert. Wenn du ja teilweise guckst, was für Leute da Bordelle haben, ne? Also früher ein Arschtritt in die Tonne rein und aus der Stadt rausgerollt in der Tonne. Also da hat sich natürlich auch schon sehr, sehr, sehr viel, verändert. Ne? Ja. Also es gab ja hier auch immer so ein paar Schlüsselfiguren, wo du hingehen musstest und erstmal dir quasi die Erlaubnis holen musstest, wenn du in das Geschäft einsteigen willst. Und natürlich hat es sich auch, also ich sag dir mal aus der Berliner Perspektive, weil hier kenne ich mich eigentlich nur aus, ist es halt auch so, dass sich das auch so ein bisschen verstreut hat, weil früher war so alles hierarchisch. Also da gab es halt immer, man wusste ganz genau, das ist der und der oder das sind die und die. Mhm. Die haben das jetzt quasi so ein bisschen in der Hand. Und wenn du da was machen willst, dann gehst du dorthin und fragst du, ob du damit einsteigen darfst. Und wenn die Bock auf deine Nase haben, dann kriegst du dann ja. Ansonsten hast du die an der Backe. Also wenn du da jetzt irgendwie hinterm Rücken einfach trotzdem dein Geschäft irgendwie machst, ob das Drogenhandel, Prostitution oder keine Ahnung was ist, da wusstest du, da kriegst du mit denen halt Ärger. Und es hat sich dann irgendwann so in so einem Chaos so ein bisschen verflüchtigt, sag ich richtig, mal. Ja, heutzutage richtig. Macht so jeder so sein Ding und dann knallt es aber auch mal hier und da mal, aber das ist dann gar nicht mehr so richtig überschaubar halt. Ne? So. Richtig, ja. Richtig. Und also wie gesagt, das ist das, was ich sag, wo sich das Milieu sehr, sehr geändert hat. Ja. Na? Kam so ja der unkontrolliert, Clash, ne? Unkontrolliertes Chaos. Genau, in den 80ern gibt es ja die Doku, die halten aber viele auch Rotlichtarzt für authentisch, wenn die Killer kamen, wo dann die meisten Deutschen überfordert waren, dass halt Schusswaffen ins Spiel kamen. Warum auch so viel dann, also die ältere Generation noch vor dir. Mhm. Und dann haben ja auch viele dann von Andy Marquardt immer so den Hut gezogen, weil er hat da mitgehalten. Du musstest dann halt schon sehr skrupellos sein, gegen die Kriegsarzten zum Teil durchzuhalten. Habe ich immer so rausgehört. Das sind auch so wieder die Schattenseiten des Geschäfts, merkt man gerade halt, ne? Aber... Ich meine, im Endeffekt hast du dein ganzes Leben lang aber nichts anderes eigentlich geschäftlich gemacht. Du bist ja sehr, sehr früh eingestiegen, außer diese Milieugeschichte, ne? Richtig. Das ist so, ich meine, du hast ja auch gesessen lange, ja? Gibt es auch mal so Zeitpunkte, wo du so sitzt und sagst so, ey, ich rede mal mit mir selber, ey, Werner, hättest du dir nicht einen anderen Job irgendwie aussuchen können? Da hättest du vielleicht 7 Jahre lang nicht gesessen. Geile Frage. Hättest nicht so viel Stress gehabt mit Leuten oder keine Ahnung was? Oder bist du wirklich mit Leib und Seele dabei, sagst, ich bereue gar nichts?
Also ich kann dir definitiv sagen, was das Milieu betrifft, ne, möchte ich keinen einzigsten Tag missen. Aha. Ganz einfach. Ich möchte keinen einzigsten Tag missen. Und dass ich jetzt im Knast da drin war, das hat ja nichts damit, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich ja Bordellbetreiber bin. Das hat ja damit was zu tun gehabt. Ganz einfach, weil ich das gegen das Gesetz verstoßen habe. Aber ein Bordell ja zu betreiben, ist ja nicht illegal. Es ist ja, das hatte miteinander gar nichts zu tun. Ja gut, dass ich im Knast natürlich gelandet bin, hat ja natürlich schon mit gewissen Streitigkeiten zu tun gehabt, natürlich auch im Milieu, was jetzt so war. Aber ein Bordell selber ja zu betreiben, das ist ja nicht illegal. Na? Das habe ich verstanden. Ja. Würdest du uns die Anklage sagen oder ungern? Ja, ich meine, in deinem Interview habe ich mal rausgehört gehabt, dass es sogar was mit Kriegswaffengesetz zu tun gehabt hat. Also da ging es schon um härtere Geschichten halt, ne? Ja, richtig. Also hat wie gesagt, ich bin auch verurteilt worden, auch wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz. Wegen einigen Sachen bin ich auch nicht verurteilt worden und alles. Aber wie gesagt, das war das, was ich vorhin so gesagt habe. Es gab ja manchmal Dinge, die sehe ich ja heute vielleicht anders. Man kann ja auch viel mit Diplomatie ja auch lösen. Ne? Das stimmt. Ja. Aber wenn natürlich dann mit dem Kopf durch die Wand dann immer so durch willst und man denkt irgendwie nicht vorausschauend, dann macht man manchmal Dinge, was im Nachhinein, wo man sagen könnte, okay, das hätte ich mir ja auch sparen können. Es fängt ja heute auch an, kommt jemand heute zu mir und sagt, kannst du mir 100.000 Euro leihen? Ne? Würde ich nicht machen. Früher hätte man's gemacht, weil man sagt, okay, pass auf, da kriegen wir einen super Zins da drauf und alles. Ne? Mhm. So, wenn derjenige aber nicht zahlt, ne, muss er ja dein Gesicht wahren. Also muss er ja hingehen und muss er das Geld zurückholen. Mhm. Also scheiße ich doch lieber auf das Geld, die paar Zinsen, was ich da verdienen würde, und mach's nichts mehr und fertig, weil dann habe ich ja gar keinen Berührungspunkt mit irgendjemandem, dem hinterher dann zu laufen oder irgendwas. Ja, und Diplomatie hin und her, trotzdem muss der immer zu allem bereit sein, wa? Das ist wie an der Tür, auch Diplomatie, die Zunge zählt. Nein. Aber wenn du nicht mithältst, hast du gar keine Sprache im Demokratiesystem. So ungefähr, ja. Aber ein paar stressige Nächte hat man dann doch trotzdem anstatt. Also naja, man hat vergleicht, mal, ja. Ja, aber so. Guck mal, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, so in meinen jungen Jahren, ich meine, muss dir ja vorstellen, 23 hast du dein erstes Bordell. Ich meine, ich weiß nicht, wer mit 23 sein erstes Bordell hatte. Kollege. Hat er wirklich ein Bordell gehabt? Auf dem Album. Okay. Naja, gut. Und da musst du dir ja vorstellen, und dann plötzlich kommt dieses ganze Finanzielle kommt mit ins Spiel. Ne? Und dann plötzlich dieses Geld von links und rechts und alles. Ich habe mit 25 habe ich meinen ersten Rolls-Royce von meiner ersten Prostituierten geschenkt bekommen. Das musst du dir ja mal vorstellen. Und das kam ja alles bei mir so irgendwie über Nacht. Na? Weil sie so viel Geld durch dich verdient hat. Jeder hat ja seinen Teil mit dazu beigetragen, dass er Geld verdient wird und alles. Aber das musst du ja dann als junger Kerl natürlich dann auch irgendwie dann alles, da denkst du alle, also ich bin nicht abgehoben in dem Sinne, Bekannten gegenüber, da habe ich mich nie verändert gehabt oder dass ich arrogant war, aber das war dann so ein Ding, da warst du drin und hast gesagt, Alter, jetzt geht's los, die Welt gehört mir und alles, weißt du? Ich kann ein Beispiel sagen, ich habe eine Kalaschnikow. Weil die meisten, so, die von unserem Schlag sind dann schon in der Jugend oft straffällig aufgefallen. Du hast dir extra darauf Wert gelegt, dass du eigentlich keine kriminelle Jugend hattest, ne? Also ich würde meine Jugend jetzt nicht als kriminell bezeichnen. Gut, wenn du natürlich da wegen Bedrohung oder wegen Frisieren von einem Mofa, wenn das jemand als kriminell, dann... aber wie gesagt, also meine Jugend, die war also jetzt nicht so, dass ich da... permanent Straftäter war oder irgendwas. Klar hat man natürlich als Jugendlicher, da gab es mal vielleicht mal eine Rafferei oder irgend, aber es war nicht so, dass ich sagen kann, ich bin ins Milieu abgerutscht oder mich haben Leute nahegebracht oder irgendwas. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Das war irgendwie so ein Ding, wo ich 15, 16 war, bin ich da mit dem Milieu konfrontiert worden und das hat sich bei mir irgendwie so nahegefressen. Und dann kam so ein Ding, ich wollte unbedingt Bordellbetreiber werden. Ne? Wir reden wie privat. Was für Verhältnisse bist du so aufgewachsen? Und die Gegend, so war es eher dann ländlich oder...
Nee, also wir sind also in Schweinfurt unten. Ich habe das nicht so auf dem Schirm, deswegen frage ich. Ja, ja, also in Schweinfurt unten, da habe ich ganz normale Freunde habe ich, hab ich da gehabt. Das ist alles Bayern, ne? Ja, ja, also in Schweinfurt unten. Und ja, also da waren jetzt auch keine Kriminellen drunter oder irgendwas. Dann kam irgendwann, das war glaube ich dann so mit 17, da bin ich von daheim ausgezogen. Und da bin ich in einen gewissen Stadtteil nahegezogen. Da habe ich sehr viele Freunde gehabt. Und, aber der Stadtteil, der war, sage ich mal, in der Stadt schon recht berüchtigt. Problembezirk. Naja, Problembezirk, ja, also da haben schon gewisse Leute gewohnt gehabt und alles. Ne? War halt alles so ein wenig gemischt, auch von den Kulturen her und alles. Ne? Und da muss man schon sagen, da sind halt dann schon Dinge dann, es kam ja dann irgendwie, kam ja diese Technowelle, die kam dahin. Hat's machen Geld mit Ecstasy. Na, und dann auch Jahre später hat man bemerkt, wie viele Freunde da nahe gerutscht sind und alles. Das war, weil du es ansprichst, schön, das musste ich unterbrechen, das hast du ganz schön gesagt, es war ein Dilemma für das, für Deutschland, diese Chemowelle, nennt es meine Freunde immer. Es war ja fast schon wie Alkopops. Es war ja nicht, dass mal einer sich das reinfällt. Es war richtig eine Szene. Ganz viele, es war grausam, ja. Und auch Wahnsinn, ja. Die Alkopops und diese Chemos. Weil so habe ich auch meine Birne kaputt gemacht. Uns hat keiner darauf aufgeklärt. Koks, Heroin kannten wir. Dann kamen die Pappen und hat bestimmt einen Riesenteil unserer Generation ins Elend gerissen. Also ne? da muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser Welle, da wurden sehr, sehr, sehr viele Freunde von mir sind da neigerutscht. Also der eine zum Beispiel, also es war wirklich ein guter Junge und wo ich auch sagen würde, wo man heute sagt, ein stabiler Junge, der ist dann hängen geblieben. Mhm. Kam dann in die Psychiatrie dann nahe, hat sich nie mehr erholt von dem Ganzen. Dann zwei sehr gute Freunde von mir. Mit dem bin ich aufgewachsen. Da waren wir schon 13, 14. Da hat der eine den anderen umgebracht gehabt, hatten dann bei sich im Keller runtergetan gehabt und alles. Ja, dann der andere, der hatte dann russisches Roulette gespielt gehabt. Scheiße. Also da muss man sagen, der eine ist aus dem 10. Stock rausgesprungen. Ja, hatten wir auch. Dachte, kann fliegen, ja, zufällig auch. Richtig. Scheiß, also, LSD. Also da muss Klassiker. Also da ist in der Zeit sehr viel in meinem Umfeld passiert, wo man sagt, und das war aber gut, so ein Hang zu Drogen, den habe ich irgendwie noch nicht so, man hat natürlich auch das eine oder andere Mal, aber das war natürlich dann so ein Beispiel, also wenn du das dann vor Augen, im nüchternen Zustand vor Augen geführt kriegst, was mit solchen Leuten, wo du eigentlich von klein auf dann kennst und groß geworden bist, was die da gemacht haben und alles, dann denkst du, Alter, lass bloß die Finger davon. Ne? Ja. Na, also ich meine, Drogen, das ist natürlich so ein Ding, im Milieu natürlich klar, früher natürlich auch, sag ich mal, ich würde nicht sagen sehr verbreitet, aber es hat ja auch eine Rolle gespielt. Und aber das war so ein Ding, wo ich da auf dem Ding nicht so hängen geblieben bin. Also ich weiß, da gab es dann so eine Zeit, da hatte ich es mal so immer am Wochenende mal gemacht gehabt und alles. Kokain gehe ich von aus oder Gras rauchen? Koks. Hasch habe ich einmal im Leben geraucht gehabt. Ah. Da habe ich gekotzt wie ein Reiher und danach geschlafen. Dann war ich erstmal kuriert gehabt vom Gras. Gib mir das Hasch bitte auch mal. So, und dann, klar, von Koks, wo du jetzt gesprochen hast und alles. Und dann irgendwann war ich mit einem guten Freund, da waren wir dann irgendwo und dann sag ich zum Du, kannst du mal eigentlich sagen, wieso wir den Mist hier überhaupt nehmen? Und er sagt dann, hör auf einmal, wieso haben wir eine Rolex? Das gehört doch mit dazu. Ne? Okay, da habe ich dann Deckel dann irgendwann mal zugemacht gehabt und alles. Das will ich dir folgen. Hast du es einmalig probiert, wie das berühmte Hasch? Oder war es dann doch eine Zeit lang richtig? Nein, das war schon eine Zeit lang. Nicht sehr präsent, aber man hat halt das Ganze ein bisschen mitgemacht gehabt und alles. Aber für mich war irgendwie, mir hat es nichts gegeben gehabt irgendwie. Man hat es irgendwie gemacht, weil es vielleicht dann, aber ich bin dann nicht irgendwie verfallen in dem Ding, wo ich sage, okay, wenn ich es jetzt nicht nehme und die anderen nehmen es, dann was denken die von mir oder so. Also das war jetzt auch nicht der Grund. Ich kann nicht die Schuld jetzt jemand anderen zuschieben. Aber es war dann so ein Ding, es war im Leben, in meinem privaten Leben war es nicht sehr präsent. Es war eine Zeit lang mal etwas präsent, aber dann habe ich einen Haken dahin gemacht. Ich habe da kein Ding gehabt. Ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, jetzt, wann war das? Vor
vor, wann war das vor? Ich glaube, vor 7 oder 8 Jahren waren wir auf Ibiza drüben. Und da waren wir mal so Ältere am Tisch, die wir alle auch mit Drogen nichts mehr haben, aber früher haben sie es halt schon, sag ich mal, jetzt krachen lassen und alles. Und da weiß ich, da waren wir auf Ibiza und dann sagte irgendeiner, da haben wir dann von der Zeit geredet, von der und der. Mhm. Und dann sagte irgendeiner, sagt er, ach, weißt du was, man hat sich auch wohl gefühlt. Sagte, ich würde es heute auch wieder machen. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann mal war mal Beutel auf dem Tisch gelegen und alles, ne? So, dann hat man beschlossen gehabt, in die Disco Night zu gehen. Dann sind wir ins Pascha Night gegangen und haben natürlich gesagt, dass wir alle einen Tisch haben wollen. Dann haben wir auch einen Tisch bekommen. Und für den Tisch muss man dann, glaube ich, 12 Flaschen Wodka bestellen, weil du hast da so ein Minimum an Verzehr, ob du die säufst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Okay, dann hat man 12 Flaschen Wodka bestellt. Ja, dann sind wir auf die Dingen gegangen, auf die Toilette. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich meine Leine gezogen. Alleine oder auch mit ganz vielen Arzten auf einer Toilette, weil der Klassiker. Nee, da waren noch drei. Da waren noch drei mit dabei. Und irgendwie ging ich aus der Toilette raus und stand jetzt in dem Eingang. Jetzt ging es rechts zu dem Tisch und vorne habe ich den Eingang gesehen. Und da kam plötzlich in mir so auf: boah, wenn jetzt irgendwas geschäftlich verrutscht. Oder lass was passieren, du musst dringend im Flieger rein und alles. Also ich habe da so eine Ding, das ist mir sofort in den Kopf gekommen. Alle Luden haben Angst vor Kontrollverlust, ja, deswegen sind die alle clean, die echt. Ja. Und dann kam mir das noch in den Kopf, nein, Alter, vielleicht hockst du bis um 10 da, gehst irgendwie versifft ins Hotel. Also es war so ein Ding, wo gesagt, was hast du hier für einen Blödsinn gemacht, weißt du? Und ob das glaubst du oder nicht, ich habe mich nicht mal verabschiedet, ich habe den Eingang gesehen, rausgerannt ins Taxi, ins Hotel reingefahren und als ich im Bett drin war, war ich da drin und sag, oh Gott sei Dank. Und das Gute, wo ich mich dann nochmal richtig bestätigt gefühlt habe, ich bin glaube ich früh um 8, um 8:30 bin ich aufgewacht im Hotel, bin schön auf die Terrasse hinaus, hab gefrühstückt gehabt, hab meinen Kaffee getrunken gehabt und alles. Und plötzlich kam die Meute um die Ecke. Noch wach, klar. Die kam ja gerade vom Feiern und alles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als sie dann so vorbeigelaufen sind, habe ich gedacht, oh, alles richtig gemacht. Ja. Alles gut. Das kenne ich, Werner. Bekannt, dass ich immer auch geguckt. Und wie gesagt, und da muss ich sagen, also ich bin froh, dass es so ist. Ich habe auch keine Neigung. Wie gesagt, das war mal so ein Ding. Die Leute, das waren ja vernünftige Leute, die haben gesagt, komm, lass uns heute mal wieder. Nein. Aber wie gesagt, selbst da konnte ich dann mal... Ich habe keinen Bock darauf. Ich kenne das Mode, so wie in den 50er, 60ern, wo die alle angefangen haben zu rauchen, weil James Dean geraucht hat. Das sah so cool aus, so, ey, gib mal auch, ich will auch cool aussehen. Ja, so. Aber ich weiß genau, Werner, weil ich habe auch, als ich Führungsaufsicht zu Ende war, auch ein Kokainproblem bekommen. Und das hat man ja sein Leben lang. Und ich kenne das aber jedes Mal auch, immer auch, wenn ich verführt werde und Nein sage, was zurzeit eigentlich dann 99% immer entsteht, 100% sagen wir jetzt mal, dann ist immer dieses Glücksgefühl am nächsten Morgen, dass du es nicht gemacht hast. Weil das reinste und beste Koks, das du ziehst, das Beste ist, was du nicht ziehst. Ja. Das ist dann genauso am nächsten Morgen. Jedes Mal fühle ich mich immer wieder dann neu belohnt. Ich war die ganze Zeit hier, ich muss weg. Ich muss ja dazu auch sagen, ich habe natürlich im Milieu, habe ich auch natürlich viel mitbekommen, Leute, wo das natürlich da konsumiert haben. Also da waren Leute schon ganz oben und sind von oben ganz runtergestürzt gehabt und alles, ne? Und also da sind wirklich Existenzen schon kaputt gegangen und alles. Und wenn dann immer einer sagt, ja, ich kann ja damit umgehen und ab und zu mal und alles, du, wenn du das Ding über ein paar Jahre hinweg nimmst und alles, da soll mir keiner erzählen, dass du damit umgehen kannst und alles. Es gibt vielleicht, aber das ist von 100 Leuten vielleicht einer, wo hergeht und dann sagt, pass auf, alle 2 Wochen tue ich mich von Samstag auf Sonntag wegschießen. Und vielleicht gibt es diesen einen anderen, der kann das so kontrollieren, dass es vielleicht einmal im Monat machst oder zweimal. Aber ich kann da sagen, von 199, die können das nicht kontrollieren. Und lass dir sagen, derjenige,
Da tut sich ja selber jemand ja belügen und alles. Ja, recht, ja. Na, große Probleme für die Psyche, für die Quartalkoks haben auch riesige psychische Schäden, weil das macht das Gehirn noch verrückter als regelmäßiger Konsum. Ja, ist ein Scheißzeug, einigen wir uns einfach darauf. Ja. Ja. Richtig, ja, richtig. Aber es gehört irgendwie viel zusammen, wa? In manchen Bordellen hat man so einen Einschein, so auch eher den gehobeneren da, wo ich selten war, aber auch viele verbinden das halt auch, Sex und Koks, ne? Koks und Nutten. Die Nutten sind auch kräftig am Saufen und koksen teilweise. Ja, gut, das enthemmt halt auch gut, und so. Gut, du, das bleibt aber jedem, jedem sich überlassen. Ich kann nur von mir reden. Ich selber, ich habe keinen Bock da drauf. Habe natürlich auch jüngere Leute um mich rum, die teilweise auch tätig sind. Gut, wenn man jung ist, man kann ja jetzt nicht irgendjemanden vorwerfen, der hat es ja gestern gemacht, aber er kriegt trotz alledem, ich stelle mich jetzt nicht hin und mit dem Finger runter und guck runter jetzt auf ihn und alles, aber man gibt ihm dann schon gewisse Ratschläge dann so mit, wenn er vernünftig genug ist, dann denkt er drüber nach und meistens hat es ja auch immer gut getan gehabt und alles und dann war es das halt auch mal und alles. Ne? Aber das ist doch schon mal ganz gut, dass du da den großen Bruder spielst auch. Ja, also voll gut. Man kann ja auch einfach drüber hinwegsehen und sagen, ach, die Sinnflut, scheiß auf die junge Generation. Definitiv. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal einen Koksladen gesehen hast. Also wenn das Koks im Büro mal drin liegt, ne, dann kannst du die Uhr danach einstellen, wann es im Haus da drin liegt. Das verstehe ich jetzt nicht für ein Büro. Wenn es im Büro drin ist, ist das schon im Haus. Also, dann ist es noch nicht. Ich meine, der richtig brutale Kokser, ne, der geht ja her, der will ja dann sein Umfeld ja mit in dem Boot ja mit da drin haben. So, jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt hast du ein Büro, jetzt hast du irgendjemand da drin, wo da drin tätig ist und alles und da fängt das Koksen an. Und irgendwann hat er sich nichts mehr unter Kontrolle. Na? So, dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es ja dann hergeht und dann, dass die Weiber dann auch machen. Die sehen es, er tut es befürworten und alles und dann hast du eine Kokshütte. Und, da kann ich definitiv sagen, das tut ein paar Monate gut, aber danach ist Feierabend. Sage ich auch ganz ehrlich, ich würde gerne ein anderes Beispiel sehen. Alle sind auf längere Zeit gegen die Wand gefahren. Es ist eine Fahrt in ein Auto, was auf je nach Distanz gegen die Wand führt. Über Einbahnstraße Richtung Mauer. Ja. 100%. Und ich denke, wir kommen alle aus einer Generation, meine Abis und so, haben auch immer gesagt, das war auch immer verpönt. Heroin und Kokain war toll, war peinlich. Das ist ja, früher war das nicht so gesellschaftsfähig wie heute. Genau. Ja. Nicht so salonfähig. Weißt du, wie ich meine, heute die Rapper auch zum Teil, die andere Generation oder auch welche unserer Generation, die machen so Wett, die feiern sich drauf. Bei uns immer Daumen runter, ja. Ja, wenn früher es rausgekommen ist, dass einer auf Nase war oder also auf Hero konntest du nicht verbergen, ganz ehrlich. Also da warst du einfach in der Ecke und warst weg. Aber da hat man sich versteckt vor eigentlich normalerweise. Mhm. Ne? Das hat man nicht so, damit hat man nicht geprahlt. Also so war das halt in unserer Kindheit. Und dann hat sich das so ein bisschen vielleicht auch durch die Medien und durch die Musik und so ein bisschen vielleicht irgendwie anders entwickelt, dass es so ein bisschen salonfähiger geworden ist. Und dann gab es da halt eine Generation, die hat da gar keinen Hehl mehr draus gemacht und dann wurde es irgendwie auch Teil der Partyszene und so. Koks war eigentlich an und für sich auch nie Hip-Hop, weil wir kommen ja eigentlich aus dem Hip-Hop, da war immer dieses Kiffen. Ja? Und dieses ganze andere Zeug, Drogenmilieu, war mehr so aus dem Rock und so. Ja, das kannte man da wurde halt viel gespritzt und da wurde auch mal gut gezogen und so weiter. Dann, wie du gesagt hast, kam die Techno-Szene, da kam dann dieses Ganze mit diesen bunten Pillen und so ein Zeugs. Happen! Und eigentlich hat Koks eigentlich das Gras abgelöst im Rap mittlerweile. Es ist ja auch ganz einfach für die Leute da draußen. Es soll irgend, die können doch im Internet nachforschen oder vielleicht kennt ihr ja welche. Gibt es jemand, der wo auf Drogen war und langfristig erfolgreich war und bis heute noch erfolgreich ist? Ich kenne keinen. Jetzt egal, ob jetzt Hip-Hop oder Bordell oder egal, was für Unternehmer das jetzt ist und alles. Also ich kenne keinen. Ich würde auch das Gleiche sagen, es gibt welche, die nach außen eine Maske tragen und voll sich abschirmen, alles ist gefaked. Die haben eine Maske, aber unter der Maske ist überall das Gleiche, würde ich auch unterstreichen. Ja, man muss da, glaube ich, so ein bisschen den Marathon abwarten, nicht den Sprint. Ja, weil das Ding ist halt, also natürlich habe ich auch viele Leute gekannt, die
ein gutes Geschäft betrieben haben und so weiter und auch gut aufgestellt waren. Die waren auch kräftig am Koksen, aber du hast schon recht, wenn man sich die ganze Karriere angeguckt hat, irgendwann wurde es allen zum Verhängnis. Aber das kann aber auch mal 10 Jahre lang gut gehen. Das heißt ja nicht, dass es im 11. Jahr dann nicht gut geht. Ja, also wenn ich sage langfristig, gut, bei mir ist es ja so, ich kenne ja auch noch viele Ältere, ne? Aber wenn ich so langfristig, dann rede ich mal mindestens von 20, 30 Jahren. Ja, ja. Und da soll man doch mal irgendjemand zeigen, wo über 3 Jahrzehnte über hinweg erfolgreiche Unternehmen geführt hat. Ja, und das unter Kokain. Ja, absolut. Ja. Also Friedmann. Friedmann, ja. Ja, Applaus für Friedmann und Ben Salomo an dieser Stelle. Die Ehrenmenschen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hatte bei irgendeinem Clip mal gesehen, wo du im Auto gesessen hast und ein bisschen über deine Vergangenheit erzählt hast, dass du meintest, irgendwie als Kind warst du in Rumänien? Richtig. Was hat denn das auf sich mit sich? Ich bin ja unten in Rumänien, bin ich ja geboren. Also da die Parallel zu Peter Maffay. Ja, also aus, genau, da kommt ja auch aus, kommt ja auch aus Siebenbürgen. Es gab ja Deutsche durch den Krieg. Mein Opa ist ja auch im Krieg gestorben für Deutschland. Und da gab es ja auch Deutsche unten. Ne? So, und da, aber wir hatten ja auch deutsche Schulen unten. Also ich bin in eine rumänische Schule nahegegangen. Ich bin in eine deutsche Schule nahegegangen. Daheim hat man auch Deutsch gesprochen gehabt und alles. Und aber trotz alledem bin ich die ersten 7 Lebensjahre meines Lebens bin ich unter der Diktatur von Ceausescu bin ich ja aufgewachsen. Mhm. Na? Ja. Da würde ich mal gerne ein bisschen mehr drüber wissen. Wie war das so? Naja, gut, ja. Hast du noch gute Erinnerungen? Also manche können sich daran gar nicht erinnern, aber. Doch, definitiv. Ich will ja die Diktatur da unten ja, ich fand sie jetzt nicht gut, aber ich will sie ja nicht schlecht reden. Und das hat ja bestimmt keinen negativen Einfluss gehabt, dass ich unter dieser Diktatur die ersten 7 Jahre gelebt habe, auf mein Leben, was dann passiert ist oder so. Was auf jeden Fall positiv da unten an dem Ganzen war, du hast recht schnell bemerkt, du musstest im Leben zurechtkommen. Weil das ging ja schon los, du konntest ja nicht rausgehen, konntest ja Lebensmittel kaufen, was du wolltest und alles. Du musstest ja für alle Schlange anstehen. Selbst da, wo wir da ja dann ausgereist sind nach Deutschland. Mein Vater hat ja jahrelang dafür gekämpft gehabt, dass wir nach Deutschland kommen. Die ganzen Verwandten von uns waren ja in München oben und alles. Ne? Das hat ja ewig gedauert gehabt und alles. Wart ihr Spätaussiedler? Ja, genau. Ne? So, und da war es ja sogar so, selbst wo wir dann ausgereist sind, dann wird es ja noch schlimmer. Dann haben die Leute ja teilweise noch Bonks bekommen. Und selbst wenn es was gab, dann konnten sie mit dem Bon hingehen und dann haben sie eine bestimmte Anzahl von Lebensmitteln bekommen. Das hat eigentlich zum Sterben nicht gelangt, aber zum Leben hat schon mal gar nicht gelangt gehabt und alles. Ne? Und das war natürlich so ein Ding, so... Boah. Die berühmten Lebensmittelmarken. Ja, ne? Ja, genau. Ja, mit denen sind wir auch hier in Deutschland am Anfang. Als wir gekommen sind, ich bin ja Asylant gewesen, da haben sie auch immer diese Marken gegeben anstatt Geld, weil damit du das Geld nicht nimmst und in irgendwas anderes reinsteckst, anstatt Lebensmittel. Ja, richtig. Aber du hast ja hier in Deutschland hast ja die Möglichkeit gehabt, wenn du heute, sag ich mal, ein Brot wolltest, bist du gegangen und hast es ja bekommen. Genau, ne? Hier müsstest du sogar dafür anstehen. Ne? So, genau. Ja. Und dafür musstest du anstehen. Und wie gesagt, es gab ja manchmal Tage, da hat es ja gar nichts gegeben gehabt und alles. Ne? Also, wie gesagt, dann hat man ja gesehen, der hat das gehabt, der hat dann das gegen das getauscht. Also mein Vater hat das Ganze schon ganz gut gemanagt gehabt. Ne? Also, du musstest schon, sag ich mal, Managerfähigkeiten haben, um das, sag ich mal, gut durchzukommen. Und da muss man sagen, das hat mein Vater ganz gut gemacht. Konnte er Deutsch? Ja, wir haben ja nur Deutsch gesprochen. Er konnte Deutsch, fließend Deutsch. Ne? Meine Mutter ist Sudetendeutsche, Wir haben ja auch daheim in Rumänien, ich bin ja in die deutsche Schule nahe gegangen und wir haben daheim haben wir ja auch Deutsch gesprochen. Wann war das? Früher 80er? Nein, 70er war das. Das wundert mich gerade, weil ich habe auch Grüße an meine Jenny, die kommt aus Siebenbürgen, meine alte liebe Nachbarin. Mhm. Und dann die Kinder, also von diesen Leuten habe ich meistens in den 80ern bin ich mit in der Schule gegangen. Mhm. Ja. Aber Rumänisch kannst du auch, hast du auch gelernt. Oder? Das habe ich aber hier gelernt. Das habe ich jetzt irgendwann so die letzten 7 Jahre, so habe ich das gelernt gehabt. Ja. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Meine Frau, die kommt aus Rumänien unten. Ach so. Du hast natürlich in den ganzen Häusern, hast es ja, sag ich mal, zu 80% mit den rumänischen Frauen hast es ja zu tun. Ach, so ist das schon mittlerweile, 80%? Ja. Okay. Ja. Okay. Und, 80%, ja? Ja. Ja. In Deutschen, habe ich was falsch verstanden, in deutschen Bordellen sind 80% Rumänen?
Ja, also, ja, also ich hätte safe Ostblock unterschrieben, aber das direkt Rumänien, ich hätte Bulgarien ja, gut, auch noch mitgerechnet. Gut, da kannst du jetzt natürlich Bulgarien auch mit NATO, okay, aber gut. Du kannst so Ostblock, kannst du sagen, ja, da bist du auf jeden Fall zu 80% bist da ausgelegt. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, es, man hat auch recht schnell bemerkt gehabt, dass du im Leben zurechtkommen musst und du musst dich bewegen, um an was zu kommen und alles. Also es war nicht alles schlecht. Ne? Also ja, die Hustler-Mentalität, die hast du dort in Rumänien also schon in die Wiege gelegt bekommen fast schon. Ja, so. Ja, was genau. Hat Papa in Rumänien gemacht? Na? Mein Vater, was hat denn der gearbeitet? Der hat in irgendeiner Fabrik hat er gearbeitet. Gehabt. Meine Mutter auch. War natürlich schon als Fünfjähriger, war ich schon von einem ganzen Tag schon alleine. Also ich habe mich da immer selber beschäftigt gehabt und alles. Das hat ja auch sowas mit dazu beigetragen, dass du dann irgendwann mal auch selbstständig durchs Leben durchgekannst, vielleicht ein bisschen. War das eher diese so dörfliche Ambiente, die armen Dörfer, die man kennt, oder diese abgefuckten Städte? Weil ich kenne ehrlich gesagt nur Bilder, die Armut zeigen, ganz wenig Luxus. Nein. Also die Straße da, wo wir gewohnt haben und alles, das war eigentlich schon gute Gegend. Das war jetzt natürlich die Luxusvilla oder irgendwas, aber sag ich mal, wir haben schon in Wasser, Sanitäranlagen hatte ja, ich aber ja, so, ja. Also, okay. Wir hatten in recht guten Verhältnissen haben wir da gelebt gehabt. Also, wie gesagt, die Mutter hat ja gearbeitet, der Vater hat ja gearbeitet gehabt. Die sind beide früh aus dem Haus rausgegangen, kamen dann irgendwann abends, ich glaube, so gegen 5. Ja. Und ich glaube, die totale Armut kam auch nach dem Sturz von Ceausescu, ne? Noch, dann ist es noch schlimmer geworden. Kann das sein? Also es ging den Leuten definitiv nicht gut. Ne? Also deswegen, so großartig beschweren brauche ich mich nicht. Aber wie gesagt, selbst so war ja damals, das war ja glaube ich so 78, wo wir ja von da unten ja weggegangen sind, es wurde ja noch schlimmer. Mhm. Ne? Es wurde ja noch schlimmer, was man ja so gehört hat und alles. Ne? Gut, dann irgendwann kam die Revolution. Und da dann habe ich das Bild noch vor Augen. War ich ganz jung, aber auch meine Mutter hat immer den Stern gelesen. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Und da war halt das Bild, glaube ich, von Ceausescu mit seiner Frau an der Couch mit einem Kopfschuss. Ne? Die wollte exekutieren. Im Hinterhof von dir schon. Ich kann mich echt noch erinnern, alten Mann mit dem Gesicht. Genau. Da wurde im Hinterhof mit seiner Frau dann sofort erschossen. Und das Video ging ja dann auch durch die Medien ging das ja auch durch und alles. Weißt du, was da war, die politische Lage, warum das war? Kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Oh, Premiere! Ja, gut, aber das sind aber dann wiederum so Dinger, so was auch ein Beispiel. Man muss ja das Ganze auch was Positives aus dem ganzen Jahr herausziehen und alles. Also, dass der jetzt mit seiner Frau da gestorben ist, das hat mich null berührt. Okay. Ist halt so, ne? Das zeigt ja dann auch wiederum, du kannst nicht hergehen und kannst ein Land nehmen oder das kannst ja manchmal auch auf so ein Umfeld verteilen, wo man sagt, du kannst dich nicht als Diktator aufspielen und kannst das Volk oder Ding unterdrücken. Früher oder später fällst du. Ganz, ganz einfach. Früher oder später fällst du. Du kannst nicht hergehen und kannst irgendwas irgendwie groß werden durch Unterdrückung. Das geht nicht. Durch Unterdrückung kannst du nicht groß werden. Früher oder später, das kannst du jetzt auch auf andere Dinge beziehen. Wenn da jemand ist und der hat da zig Leute hinter sich, der, wo oben hockt und mit dem Finger runter zeigt und unterdrückt, der wird irgendwann wieder fallen. Ja. Das ist die Regel. Jens Spahn. Hör gut zu, gell. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Weil in dem Moment, hoffentlich hast du recht. In dem Moment, wo du es sagtest, habe ich voll viel Parallelen auch nicht nur auf Politik bezogen. Ja. Es war wahrscheinlich eine sehr prägnante Zeit, diese Rumänien-Geschichte. Ne? Also die ersten 7, 8 Jahre sind ja immer wichtig für Menschen halt auch. Ja, definitiv. Also wir kamen ja dann rüber, dann hatte ich mich ja gefreut gehabt, dass wir ja in Deutschland sind. Dann kam ich ja gleich in die Schule rein. Hab natürlich dann einen riesen Vorteil gehabt. Ich konnte ja Deutsch reden und alles. Bin in die Schule, war ja eigentlich alles ganz problemlos. Hattest du gleich eine Wohnung, Werner, oder im Landenheim? Also wir hatten dann auch Wohnung bekommen gehabt und alles. Hattest du Geschwister, Werner? Ich habe Geschwister gehabt, ja. Waren die so in deiner Altersstufe? Über die will ich nicht reden. Okay, das müssen wir respektieren natürlich. Ja gut, was nochmal? Aber ich hab Vater und Mutter gehabt, die haben alles dafür gegeben, dass es mir im Leben gut geht. Das muss ich dazu sagen. Leben deine Eltern noch? Applaus für die Nein, Eltern. Die sind beide verstorben. Ruhe und Frieden. Ja gut, also auf jeden Fall eine bewegende Geschichte hast du hinter dir. Also du hast auch viel gesehen einfach in deinen Lebensjahren, warst überall mal vor Ort. Und was normalerweise sein Job ist,
dich zu fragen jetzt. Das wollte ich gerade die ganze Zeit. Okay, dann übergebe ich mal. Weil er hat das Intro gestartet, ob du eine Verbindung hast mit Hip-Hop. Weil ich glaube, sowas wie du wollen 90% der Rapper verkörpern in den sozialen Medien und in den Videos, sind es aber nicht. Und wir hatten ja vorhin schon das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir schon on air waren. Ich habe auch gestern Ice-T in deine Story reingemacht. Du bist ja Proto-Pimp, der Pimp-Man und ein bisschen zu Hip-Hop warst. Du kannst NWA, habe ich eben gehört, so die Verbindung als Frankfurter Junge, ein Mecker auch des Hip-Hops. Also ich bin natürlich in meiner Jugend bin ich natürlich mit Hip-Hop groß geworden und alles. Das war auch in meinem Freundeskreis, also NWA, ja. Ice-T, Tupac, ja. Was es alles gab. Das haben wir natürlich alles gehört gehabt. Da sind wir immer, wenn eine neue Platte rauskam, da gab es ja zu der damaligen Zeit gab es ja nur Vinylplatten und alles. Da haben wir die Vinylplatten gekauft oder einer hat sie gekauft und dann haben wir sie sofort auf Tonbandkassetten überspielt gehabt und alles. Und das ist ja natürlich nur im Auto gelaufen. Ne? Was pumpst du im Schlachtschiff aktuell immer noch die alten Sachen? Hörst du überhaupt noch Musik? Also ich höre nach wie vor, höre ich natürlich Hip-Hop, auch sehr viel deutschen Hip-Hop, höre aber nach wie vor auch genauso AC/DC. Mhm. Also ich bin da ganz ganz offen. Der längste Künstler, der mich in meinem Leben begleitet hat und den ich bis heute auch noch höre, ist Peter Maffay. Hatten wir als Thema. Ja. Wieder Props an Peter Maffay. Und das hat aber nicht die Tabaluga-Sache. Hatten wir die Geschichte eigentlich on air erzählt oder privat? Also Peter Maffay, die Musik aus folgendem Grunde, also das hat ja in der Kindheit angefangen, da ist man bei den Eltern hinten im Auto drin gesessen, die haben Peter Maffay gehört gehabt, der kam natürlich auch aus Siebenbürgen, natürlich dann auch sehr beliebt bei uns und alles und wie gesagt, die Musik, die ist davon Kleinkind dann schon auf permanent gelaufen und alles. Und aber nach wie vor, wie gesagt, ich höre nicht jeden Tag, aber so 2-3 Mal im Monat, da ist es definitiv zu 100% sicher. Da höre ich auch noch Peter Maffay. Ne? Ich habe einen Freund, der ist auch Lude gewesen, der Inan Abi, ja. Big Case, und der fährt auch so Schlachtschiffe. Ich glaube, nicht so viel Diamanten drin. Und der ist so ein auch OG von der Straße, so Gangster. Aber auch voll der Hip-Hop-Fan, Hip-Hop-Atze, der pumpt dann halt immer noch dieses West Coast-Shit, das passt dann richtig zu einem Geilen. Der hat, glaube ich, auch immer ein Bentley gehabt. Was hast du gerade gepumpt aktuell im Auto gerade? Gepumpt, weil als ich jetzt oben rauf kam. Mit welchem Track kamst du in unsere Straße? Mit gar keinem. Nee, mit gar keinem. Und zwar, ich weiß gar nicht, was habe ich auf dem Weg hier oben rauf gehört? Also es war AC/DC war es auf jeden Fall. Highway to Hell, passt ja. AC/DC, dann kann ich da sagen, Massiv und Manuelsen habe ich gehört gehabt. Das ist zurzeit mein Lieblings-, also ein sehr gernes Album. Also das Ghetto. Genau, richtig. Das höre ich zurzeit auch sehr gern. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was da alles noch mit dabei war, aber so die letzten 2-3 Stunden war ich eigentlich nur damit beschäftigt, zu telefonieren. Ja. Weil es ist immer so, wenn ich längere Strecken habe und alles, dann nutze ich die Zeit auch zu telefonieren. Ist schon klar, wenn zu Hause 2 Kinder warten, aber dafür einen Bruderschaden, hier gibt es Endlevel, Brüder, die sich Ehrenmänner nennen. Doch im Endzeit ist dieser Titel eine Beleidigung. Geil, ich mag das Album, haben ein schönes Album gemacht. Ich wusste gar nicht, dass du so Deutschrap-affin bist, Werner. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, muss ich sagen. Nett? Nee. Aber kommt das auch durch die Verbindung, dass man vielleicht den einen oder anderen persönlich kennengelernt hat? Oder war das einfach auch cool für dich so? Nein, ich find's cool und viele Mädels im Bordell, da hörst du eigentlich nur noch deutschen Hip-Hop. Also ich weiß, selbst meine Frau, die hört, die spielt mir manchmal Lieder vor, wo ich sage, wer ist denn das? Ja, der und der. Ja, sag ich, oh, hab ich noch nicht gehört. Ja, wie, den kennst du nicht? Dann sage ich, nee, den kenne ich nicht. Na? Also, die Musik ist auf jeden Fall schon sehr präsent, ne? Deutscher Hip-Hop. Sehr präsent, ja. Also ich habe im Rotlicht mehr weibliche Fans als auf der Uni. Ich weiß, ich kann mich ganz gut erinnern, das war vor 2 Jahren, hat doch Manuelsen ein neues Lied, oder 2,5 ist es, glaube ich, schon her. Da hat es ja echt geschafft, eine Woche fast bei uns präsent zu sein. Da hat die ganzen Weiber da drin versaut gehabt mit seinem Song. Und zwar kam ich ins Büro rein und da waren meine Frau, die schafft ja im Büro und schmeißt ja den Laden. Und da waren die Mädels da drin und da hatte der Manuelsen, da hat sie da irgendwie in der Story sein Ding angekündigt gehabt, dass da Geist heißt, glaube ich, das Lied. Okay. So, und
Auf jeden Fall ist es dann im Büro gelaufen und dann plötzlich irgendwann in dem Lied geht er her und ich weiß gar nicht, ob ja gut, auf YouTube kannst du es ja auch hören und dann geht er her und sagt, du kranke Fotze. Und da waren die, ich war erst mal, denk, was? Und die waren da drin und haben das so gefeiert gehabt, die Mädels, ja. Ne, wo er das gesagt hat. Auf jeden Fall war es dann so, also die Worte kranke Fotze, das hast du dann eine Woche da drin permanent gehört. Glaube ich dir sofort, Werner. Ich wird nicht gelogen. Ja, da habe ich, hab ich mir noch gedacht gehabt, denke ich mir so, Manu, was hast du mit deinem Lieder angerichtet gehabt und alles. Aber es war ja lustig, weißt du? Auf jeden Fall, der Manu war eine Woche sehr, sehr präsent bei uns, ja, im Geschäft. Oh, also nicht er anwesend, sondern seine Musik. Also, wenn man da einen Hit landet, kriegt man einen Rabatt? Bitte? Kriegt man einen Rabatt, wenn man in der Playlist ist bei dir im Laden? Dann schicke ich dir mal ein Demo. Ich habe auch eine lustige Rotlichtgeschichte. Damals mit Jaguar, ich war 17 zu 18, fahren wir ins Stripclub. Grüße an Easy Abi hieß er, glaube ich. Und da bin ich, alle tanzen die Weiber, ich bin mit Alkohol neu in Berührung und die eine streckt den Hintern so aus und pack, war der Finger drin und hab nicht nachgedacht. Aber ehe ich mich versehen hab, ziehen mich zwei Gorilla die Treppe hoch. Meine Kumpels, ich war der Boss, oder nicht mit Zieler, die hatten einen Schockmoment. Da bin ich da oben in so einem Hinterraum, wie du wahrscheinlich einen hast. Da hab ich gefragt, was ich da gemacht habe. Erstmal gefährliche Ansprache. Ich kannte eigentlich nur, jetzt gibt's Schläge oder mehr. Und konnte mich auch nicht durchsetzen in dem Moment. Aber er meinte, pass mal auf, ich find's lustig. Ich hätte es sogar auch gemacht. Aber wenn das jeder hier macht, dann kriegen Ärger, dann arbeiten die nicht mehr für mich. War sehr nett. Ja. Immer den Finger kontrollieren, mein Freund. Seitdem habe ich immer so die Finger bandagiert im Club. Aber das ist auch wieder ganz gut. Top-Typ gewesen, erstmal an der Stelle. Richtig, Welpenschutz, immer sowas, ein OG. Also das muss man ja sagen, das ist ja auch wieder ein ganz gutes Beispiel. Du kannst auch irgendwo sein, dass du irgend so einen Verrückten im Büro da drin und der meint, der muss sich da beweisen und muss dann durchziehen und alles. Ne? Selbst wenn ein Mensch einen Fehler macht oder irgendwas, dann lass ihm doch zumindest die Chance, das Ganze noch, und versuch's doch diplomatisch. Irgendwann, wenn es ja nichts mehr geht, ist ja klar, dann muss er durchziehen. Weißt, das ist voll wichtig, zu differenzieren, na, zu lernen. Aber wie gesagt, man sollte auch schon hergehen und das sage ich auch immer den Leuten da im Büro da drin und alles, du pass auf, ihr seid nicht hier, um irgendeinen Gürtel zu gewinnen oder irgendjemanden, irgendwelche Heldentaten zu machen, auch irgendwas. Ihr habt es manchmal mit ein paar Spinnern manchmal zu tun, andere Leute ticken auch vielleicht anders oder versucht diplomatisch zu, wenn es nicht anders geht, ist doch klar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Keiner lässt sich schlagen oder irgendwas, ne? Aber ja, immer deeskalierend wirken. Ja. Halt, ne? Richtig. Ist die beste Taktik auf jeden Fall. Weil viele denken ja immer, du musst ja im Milieu, musst du ein harter Killer sein, also ein harter Kerl, weißt was ich meine, wo sofort Ding und alles. Ja klar, wenn du im Milieu bist, klar, Eier musst du ab und zu mal zeigen, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber zeigst du doch dann, wenn es doch nötig ist, aber geh nicht her und tu manchmal gewisse Aktionen überbewerten und tickst dann halt aus und alles. Ne? Also, ganz schlimmes Phänomen, oder die selektiert austicken, haben auch bei Rappern ganz oft nach unten treten, bei den einen, die schlägt sie zusammen mit Lötkolben noch, der nächste macht was 10-mal schlimmer als es in der Straßenhierarchie über ihn, dann macht er nichts. Also das finde ich ganz schlimm. Auch so an der Tür. Wenn einer noch Rambo ist, dann auf alle Pöbel, das geht noch. Aber dieser verlesene Rambo, dann mit bei dem mache ich es den nicht, da kotze ich. Mhm. Aber es ist halt die Welt voll mit so Leuten. Ne? Ja. Freundlichkeit und Schwäche, das alte Thema. Ja, ey, Werner, ich würde mal sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja, aber wir haben doch noch ein Thema immer. Das wollte ich mal fragen. Ohne Disrespekt, du weißt, das gibt es bei uns nicht. Feierst du auch Werner den Film? Behandeln mal ganz kurz Filme, Werner. Und also, Werner den Film. Also, weil ich war Max von Moritz, das verstehst du, die Frage. Kommt nur mal hier ein lockeres Thema, weil es einer meiner Lieblingsfilme. Also den Film, den kenne ich. Ja. Na, den habe ich mal, glaube ich, sogar damals im Kino angeguckt. Der kam ja irgendwann in den 90er, glaube ich, raus. Dann kennst du den Film, gehe ich von aus, wo dein Club mitgemacht hat, war? Wo er die Nazis verprügelt, die Rocker? Weil es mehrere Filme gibt. Werner. Genau, richtig. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mir nur den einen angeguckt. Ich habe natürlich mittlerweile mitbekommen, dass es auch noch andere gibt, aber die habe ich mir nicht angeguckt. Aber den ersten Film, den habe ich mal im Kino angeguckt gehabt. Da mit dem Fußballspiel immer, wa? Genau, richtig. Ja, Werner, pass auf, beim zweiten oder dritten, das ist auch Semmelbrösel, heißt der, glaube ich, ist hier auch um die Ohren geflogen. Der ist sehr mit deinem Club verbunden und die hatten dann auch einen Auftritt. Ist mega lustig. Von den Rockerboss am Hafen ist die Oma gestorben, oder die Mutter. Der ist in der Kneipe im Jum.
Der guckt die ganze Zeit nur auf seine Tasse. Der guckt nur auf seine Tasse von der Oma. Dann kommen die Nazis an, so Stress machen. Er nimmt es gar nicht wahr. Die hauen sich, er nimmt es gar nicht ernst. Irgendwann geht diese Tasse kaputt. Da hat man das berühmte Trommeln vom Gaumen. Da schreit der Rocker, jetzt ist Achterbahn. Da werden die alle hingerichtet. Ein Film, was ich sehr oft anschaue, also den gucke ich mir bestimmt 4-5 Mal im Jahr an. Das ist Pat Garrett jagt Billy the Kid. Wer jagt Billy the Kid? Pat Garrett. Oder Pat Garrett und Billy the Kid, den Film. Kenn ich nicht. Der ist aus den Anfang der 70er. Mhm. Und den Film gucke ich mal bestimmt 4 oder 5 Mal im Jahr an. So ein Western-Fan, ja? Das, nein, als Kleinkind habe ich viele Western-Filme angeguckt. Mhm. Aber das ist so ein Film, also der gefällt mir. Das ist für mich so das beste Beispiel dafür, dass ich viel ändern kann. Der Mensch muss sich aber nicht ändern. Und dieser Film strahlt es. Ihr kennt ihn ja anscheinend nicht. Nein, also ich kann es euch nur mal nahelegen. Guckt euch den Film an. Der ist, glaube ich, aktuell sogar auf Netflix. Ah, guckt euch den wirklich mal an. Sag noch mal bitte zum letzten Mal. Pat Garrett und Billy the Kid. Ah, über die Billy the Kid-Mythe? Ja, genau. Da gibt es ja zwei Mythen, dass es ein richtig dreckiges Schwein war, ja, der alle gerippt hat oder auch ein Held. Ne? Guck dir auf jeden Fall den Film auch an. Auf jeden Fall... Man sollte nicht unbedingt sich so auf die Schießereien da, man sollte den Sinn des Filmes so verstehen und dann, also ich finde, das ist ein klasse Film. Also ich kenne auch einige alte Western, wo ich auch sage, die sind echt gute Filme. Also jetzt mal die Schießereien mal beiseite. Aber das ist der beste. Das ist dein Lieblingsfilm. Das ist der beste von allen. Wieder jetzt Filmpart heute immer noch von Spike Lee, der Film The Posse. Über da die Startzeiten der Eisenbahn Amerika, wie sie die Indianer hops genommen haben. Richtig krass über so eine Sklaven, die sich befreit haben, die da kämpfen mit den Weißen aus der Psychiatrie. Mega geiler Film. Und ich wollte dich fragen, als Ludenlegende, kann man sagen, ich weiß, wie deine Leute über dich reden und die Städte. Die Ludenlegende Werner möchte ich fragen über das Buch Iceberg Slim. Ich habe wenig Literatur gelesen. In der Forensik habe ich Iceberg Slim gelesen. Das habt ihr auch ganz viele Stars und so gelesen. Stars gibt es nicht. So berühmte Leute auch, die nichts mit Rotlicht zu tun haben, wegen diesem Mindset. Kennst du das Buch Iceberg Slim? Nein. Das ist von Ice-T auch das Lieblingsbuch. Iceberg Slim war in den Schieß mich tot 60er, 70er Jahren ein Zuhälter. Der hat auch alle Lebens, ist ein Buch über einen Pimp halt und den haben ganz. Also gehört habe ich schon davon. Ich habe aber das Buch nicht gelesen. Mhm. Also ich habe während meiner ganzen Haftzeit habe ich ein Buch gelesen gehabt und das war damals die Biografie von der Gloria von Thurn und Taxis. Das Buch habe ich mal gegeben. Ja, war das nochmal, Werner? Gloria von Thurn und Taxis. Ja, wer das nochmal war, ich kenne den Namen, aber wer war das nochmal? Naja, das war eine Adlige, ne? Ja. Also die hat ja dann irgendwann den reichsten Mann, so glaube ich ja, von Deutschland geheiratet gehabt und mich nicht. Aber die Person selber, die war recht flippig und wie gesagt, dann ist der Mann verstorben, hat er natürlich das Ganze da hinterlassen gehabt und alles und ich fand das irgendwie schon so als Person selber im Fernsehen, ich habe immer gern zugehört, wenn sie in Talksendungen waren, also die hat es halt schon am rechten Fleck gehabt. Und was halt interessant war, wie sie dann hergegangen ist und dieses ganze Geschäftliche dann, die hat ja keine Ahnung gehabt von irgendwelchen Geschäften, aber wie sie das Ganze dann gemanagt hat und alles, da muss man dann schon klipp und klar sagen, also da ziehe ich auch den Hut von einer Frau, ne, wie sie das alles gemacht hat. Ne? Ja. Da muss man sagen, Respekt. Und das war so der Anreiz zu sagen, okay, pass auf, das interessiert mich jetzt mal oder so. Ne? Ja, cool auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Auftritt, muss ich sagen. Also du bist definitiv ein cooler Typ und wahrscheinlich auch eine Bereicherung für die Leute da draußen, die YouTube und so konsumieren. Dementsprechend drücken wir da, was das angeht, erstmal prinzipiell die Daumen, dass alles cool läuft mit deinem Geschäft und mit YouTube und etc. pp. Und dieser ganzen Frankfurt-Fraktion, der Bruder, der gerade die ganzen YouTube-Kanäle schmeißt, er ist schlau, er weiß schon, was er macht. So. Top, Mann. Gibt es irgendwas von deiner Seite aus, was dir wichtig ist, zum Schluss nochmal zu erwähnen? Nein, danke euch beiden, dass ich hier sein durfte. Wir haben zu danken. Und ansonsten, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch und ich denke mal, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Ne? Hoffentlich, auf jeden Fall. Wenn wir in Richtung Frankfurt mal unterwegs sind, dann melden wir uns mal. Das ist als Drogen zu betrachten, wenn er kommt. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Kein Thema. Schön. Und ich muss an der Stelle mal meinen Bruder, deinen Bruder Quan grüßen, über den wir uns kennengelernt haben. Wenn ich Kontakt auch zu dir Grüße. Gegeben hat.
Ich hoffe, du bist bald wieder frei. Der stört auch Ruhe und Frieden, mein Bruder Norman, der letzte Woche vor uns gegangen ist. Ansonsten alles Paletti bei Mr. Spaghetti. Yes. Das war der Homie Werner. Das ist B, aber nicht Kerner. Meine Wenigkeit, Bogedat, sind Keeper. Der rappende Dealer, Baby, Baby. Make him up great again. Und mir war egal, was der Wettermann sagte. Weil ihr wisst Bescheid. Nee, ihr wart einfach Bombe. Baby, Baby. Jetzt checkt Werner auf Belasch. YouTube auf jeden Fall. Checkt seinen YouTube-Kanal. Folgt der ganzen Geschichte. Folgt Echo und folgt mir auch wieder. Die haben mich natürlich auch mal wieder gesperrt. Also folgt den neuen MC Boogie unterstrich 46 Account. Baby, Baby. Yes, wir sind raus. Make it up great again. Bam.